arbeitete in der Nachtschicht in einem abgelegenen McDonald's Drive-Thru und bekam eine Liste mit Regeln, die ich zu befolgen hatte. In den Sommerferien meines zweiten Highschool-Jahres arbeitete ich bei McDonald's. Damals war ich 17 und ziemlich naiv. Ich brauchte dringend Geld, um meinen College-Fonds aufzustocken. Und meine Eltern hatten das nicht so gut geplant, sodass die Wahrscheinlichkeit hoch war, dass ich nicht aufs College gehen würde, wenn ich keinen Job fand. Ich war den ganzen Tag über beschäftigt. Ich war ein Tagmensch. Und nachts nicht sehr produktiv. Tagsüber war ich entweder mit Freunden unterwegs, hab trainiert, gelernt oder für Programmierwettbewerbe geübt, um mein Portfolio zu erweitern. Und nachts habe ich in der Regel gar nichts gemacht. Das Produktivste, was ich nachts gemacht habe, waren einfach ein paar alte schriftliche Hausaufgaben. Aus den oben genannten Gründen und wegen der Tatsache, dass ich nachts nicht viel schlief, etwa 3 bis 4 Stunden, beschloss ich, 2 Fliegen mit einer Klappe zu schlagen und einem Nachtschichtjob nachzugehen. So konnte ich für so ziemlich null geistige Arbeit bezahlt werden und nebenbei meine Hausaufgaben erledigen. Ich habe mich bei vielen Stellen beworben, aber ich muss zugeben, dass ich ein großer Fan von Fastfood war. Also standen Fastfood-Jobs ganz oben auf meiner Prioritätenliste. Als ich also einen Job bei McDonald's bekam, war das für mich ein Selbstläufer. Der McDonald's lag etwas außerhalb der Stadt, wahrscheinlich für Reisende, aber das machte mir nichts aus, solange ich bezahlt wurde. Und die Abgeschiedenheit bedeutete auch, dass es vergleichsweise weniger Kunden gab, sodass ich vielleicht sogar eine weitere Stunde Schlaf einschieben konnte. Ich stieg in das Auto meines Vaters und fuhr zum Laden. Es sah ziemlich trostlos aus. Die Außenwände waren etwas verschimmelt. Ich betrat das kleine Gebäude und wurde von einem Mann mittleren Alters begrüßt, der hinter dem Tresen stand. Er begrüßte mich mit einem Lächeln und einem anerkennenden Nicken. Er führte mich zur Drive-Thru-Kabine, wo ich die Bestellungen entgegennehmen würde, und erklärte mir, wie alles funktionierte. Die Eismaschinen, die Getränkeautomaten und die Fritteusen. Nachdem er mich kurz durch das Gebäude geführt hatte, brachte er mich zurück zum Tresen, holte tief Luft und sagte: Hey, Kleiner, glaubst du an Geister oder so? Nein, aber warum fragst du? Erkundigte ich mich. Ich weiß, dass ich mich jetzt total verrückt anhören werde. Aber du musst dich an einige Regeln halten, wenn du hier arbeitest. Ich weiß, dass sich das alles unglaublich anhört. Aber glaub mir, sie sind so real, wie es nur geht. Sie könnten dich sogar dein Leben kosten. Ich schaute ihn verwundert an. Wie lauten die Regeln? Und ist jemand verletzt worden oder so? Fragte ich. Er zückte sein Handy. Er hatte mehrere Fotos von Jugendlichen, die früher hier gearbeitet, aber anscheinend die Regeln ignoriert hatten und seitdem verschwunden waren. Warum gehst du nicht zur Polizei? Fragte ich ihn. Weil mir niemand glaubt, sagte er, und seine Stimme wurde zittrig. Sie führen eine flächendeckende Durchsuchung durch und halten mich für verrückt. Er brach fast in Tränen aus, nahm sich aber zusammen und bat mich, die Regeln zu befolgen und ernst zu nehmen. Ich sagte, dass ich das tun würde, und sein Gesicht erhellte sich. Er reichte mir die Liste der Regeln, dankte mir und ging. Widerstrebend glättete ich das Stück Papier und begann zu lesen. Liste der Regeln, um eine Nacht zu überleben. Regel 1: Lassen Sie das Licht am Drive-In-Schalter, wo Sie den Kunden das Essen aushändigen, immer an, mit Ausnahme von Regel 5. In der Nähe lauert eine Kreatur, die nur darauf wartet, dass das Licht ausgeht und Sie Ihre Deckung fallen lassen. Regel 2: Es gibt Sicherheitskameras neben dem Tresentisch. Überprüfen Sie immer, wer sich im Drive-In befindet. Wenn der Kunde in einem schwarzen Range Rover mit getönten Scheiben sitzt, sprechen Sie kein Wort mit ihm. Er wird aufhören, Sie zu belästigen und in ein paar Minuten wegfahren,
wenn sie seine wütenden Drohungen ignorieren. Wenn sie jedoch mit ihm sprechen, wird er in ihre Kabine einbrechen und sie wie ein wildes Tier angreifen. Gott weiß, was für ein Wesen das ist, das eine menschliche Stimme so perfekt imitieren kann. Regel 3: Wenn jemand Pommes frites bestellt, sagen Sie ihm, dass Sie keine mehr haben, denn Sie wollen nicht mitten in der Nacht eine Tüte gefrorener Pommes frites öffnen, glauben Sie mir. Der Geruch zieht unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich, und das wird für niemanden gut ausgehen. Regel 4: Wenn Sie hören, dass Ihr Name von hinten gerufen wird, lassen Sie alles stehen und liegen und schließen Sie die Augen. Sie könnten Zähne an Ihren Gliedmaßen spüren oder riesige Krallen, die sich an Ihrem Kopf oder Oberkörper reiben. Aber bitte bewegen Sie sich nicht, denn wenn Sie ein dämonisches Kichern hören, ist es vorbei. Regel 5: Wenn Sie ein 5-jähriges Mädchen ohne Augen sehen, das in der Einfahrt steht und direkt in die Kamera schaut, schließen Sie alle Türen und Fenster und machen Sie alle Lichter aus. Gut möglich, dass Sie von draußen Schreie, Gebrüll und Gekreische hören. Regel 6: Wenn Sie Leute im Hauptspeisebereich hören, schauen Sie nicht nach, denn dort ist niemand, da der Ort verschlossen ist. Es ist nur ein weiteres Ablenkungsmanöver der Kreatur, die in der Nähe lauert. Regel 7: Wenn das Licht von selbst ausgeht, hacken Sie sich einen Zeh oder einen Finger ab, legen Sie ihn auf den Drive-Thru-Tresen und ducken Sie sich dahinter. Sie werden ein leises Knurren hören, gefolgt von einem schnellen Schnappgeräusch. Stehen Sie auf, sobald das Licht wieder an ist, und überprüfen Sie den Tresen. Regel 8: Es ist ratsam, dass Sie nicht schlafen, denn dann könnten Sie verpassen, wie Ihr Name gerufen wird, oder das 5-jährige Mädchen auftaucht, oder das Lachen, oder die Geräusche der Leute im Speisesaal, was Sie Ihr Leben kosten kann. Ich war verblüfft. Wenn das ein Scherz war, dann war es ein schrecklicher, dachte ich mir, bevor ich eine Bewegung in einem der Büsche in der Durchfahrt bemerkte. Kennen Sie das, wenn man denkt, dass man sich in einer Gefahrensituation zusammenreißen und sich durch die Angst kämpfen kann? Nun, naja, der Körper verkrampft, wenn man sich der Angst ohne Vorwarnung stellt. Irgendwo tief in mir drin glaubte ich, diese Liste sei eine Fälschung oder ein ausgeklügelter Streich. Aber ich wollte kein Risiko eingehen. Also beschloss ich, mich an die Regeln zu halten. In der ersten Stunde der Nacht passierte buchstäblich nichts Paranormales. Bis dahin hatte ich nicht einmal einen Kunden. Das wird einfach, dachte ich. Als ich alle 20 Minuten durch die Kameras blätterte, bemerkte ich fast nicht das kleine Mädchen, das durch einen Busch lugte. Ihre Augenhöhlen waren ohne Augen. Ich schaute sie an, und sie schienen leer von jeglicher menschlicher Emotion zu sein. Sie waren auf eine Art böse. Je mehr ich in sie hineinschaute, desto mehr wollte ich weinen. Ich war so fixiert, dass ich fast vergaß, das Licht auszuschalten. Aber ich erinnerte mich an Regel 5. Ich ging unter den Tresen, nachdem ich das Licht ausgeschaltet hatte, und hörte, wie etwas gegen die linke Wand der Kabine knallte, als hätte etwas Großes Anlauf genommen und versucht, die Wand zu durchbrechen. Dann hörte ich schnelle Schritte, gefolgt von den Schreien eines kleinen Mädchens. Die Schreie wurden immer lauter, bis ich dachte, ich würde taub werden. Ich hielt mir die Ohren zu, konnte aber offensichtlich immer noch ihre Schreie hören. Die Schreie hörten innerhalb von 30 Sekunden auf. Und ich hörte ein leises Knurren. Auf das Knurren
folgten gellendes Gebrüll und das Geräusch von aufgeschlitztem Fleisch. Die Geräusche waren so ekelerregend, dass ich mich über den ganzen Boden übergeben musste. Nachdem ich mich geistig gesammelt hatte, stand ich auf und schaltete das Licht wieder an, wischte die Kotze weg und dachte darüber nach, was ich gerade erlebt hatte. Noch bevor ich mit dem Nachdenken fertig war, hörte ich Leute reden. Das Geräusch war ziemlich weit weg. Ich konnte keine Worte verstehen, nur Lachen, Kichern und sich überlagernde Stimmen. Die Nacht war unheimlich still, sodass ich jede Kleinigkeit ganz genau vernahm. Ich wollte gerade nachsehen gehen, als ich mich an eine Regel für dieses Ereignis erinnerte. Ich las die Liste noch einmal und fand sie. Es war Regel 6. Ich musste die Geräusche einfach ignorieren und sie würden verschwinden. Und das tat ich auch. Ich setzte meine Kopfhörer auf und begann mit ein paar Schularbeiten. Fast eine Stunde verging, nichts passierte, als endlich ein Kunde durch den Drive-In kam. Ich bediente ihn und war froh, dass jetzt tatsächlich Leute kamen. Ich sah ein weiteres Auto vorfahren und war tatsächlich froh, nicht mehr in diesem Höllenloch unterwegs zu sein. Meine gute Laune wurde allerdings sofort getrübt, als ich sah, dass es ein schwarzer Range Rover mit getönten Scheiben war. Ich sprach nicht mit dem wütenden Mann auf der anderen Seite. Er schrie seine Bestellung. Dann schob er hinterher. Ich weiß, dass Sie da drin sind. Sind Sie taub, Motherfucker? Ich hab nicht geantwortet und blieb ruhig. 10 Minuten später war er weg. Meine Schicht ist inzwischen vorbei. Jetzt sitze ich hier und tippe dies ein und überlege, ob dieser Job wirklich $200 am Tag wert ist oder nicht. Ich wollte kündigen, aber der Kerl flehte mich an, es nicht zu tun und dass er meinen Lohn verdoppeln würde, da ich so gut darin war. Aber ich werde nicht noch einmal mein Leben riskieren. Genug, um durchzukriechen. Mein älterer Bruder Kai hockte sich in das ausgetrocknete Flussbett und spähte hinein. Ich sah von oben am Ufer des Flusses zu. Vorfreude baute sich auf. Kai griff in seine Umhängetasche, holte eine Taschenlampe heraus und strahlte Licht hinein. Dies war unsere jährliche Tradition. Finde eine unerforschte Höhle und erkunde sie. Nicht das sicherste Hobby, aber es hat bei uns funktioniert. Auf jeden Fall habe ich es genossen, Zeit mit Kai zu verbringen. Er ist der Typ, an den man sich wendet, wenn sich das Leben in Scheiße verwandelt. Ruhig, bedächtig, konzentriert. Er kümmerte sich um Menschen, egal welches Risiko. Schließlich sah Kai zu mir auf und grinste. Er hob einen Arm und dann langsam seinen Daumen. Ich nickte und ging das Flussufer hinunter. Steiler als es aussah. Die Sonne bewegte sich hinter dem Berggipfel und Schatten kroch über alles. Es war ruhig hier draußen in den Lasalle-Bergen von Utah. Ruhig und friedlich. Wie am ersten Tag des Sommers, damals. Mein Fuß rutschte aus. Ich stürzte nach hinten und knallte gegen den harten, dreckbepackten Boden. Bevor ich wusste, was passiert war, trat Kai über mich und streckte seine Hand aus. »Bist du okay?« fragte er und sah besorgt nach unten. »Ja.« Ich nahm seine Hand und er zog mich hoch. Staubwolken stiegen auf, als ich mich abklopfte. »Es sind ungefähr 15 Meter bis zur Kammer«, sagte Kai und wandte sich wieder dem Höhleneingang zu. »Kammer?« »Jep.« Er zog seinen orange leuchtenden Schutzhelm aus der Umhängetasche und setzte ihn auf. Ich tat das Gleiche. »Das würde ein Kraler werden.« Der Bauch flach auf dem Boden, während der Rücken die Decke streift.
wie wenn man unter einem endlos durchhängenden Bett entlang robbt. Ich verstehe, wie unattraktiv das klingt, aber für uns war Höhlenforschung damals wie Meditation, sich auf das Vorwärtsbewegen zu konzentrieren, einen Zug nach dem anderen, nicht an den Felsen über einen denken und nicht an die Tatsache, dass man vielleicht stecken bleiben könnte. Einfach atmen, atmen und sich vorwärts bewegen. Kai ging hinein und ich folgte ihm. Nach ungefähr 40 mühsamen Minuten des Grabbelns erreichten wir endlich die Kammer. Holy fuck! Hallte Kais Stimme wie in einer Turnhalle. Ich schob mich aus dem Tunnel hoch und nahm alles auf. Holy fuck war richtig. Die Kammer sah groß genug aus, um darin eine Boeing 737 zu parken. Vielleicht zwei. Sich verdrehende Säulen aus Gestein und Stalaktiten. Wir haben nichts gesagt. Wir haben uns nur angesehen. Und das war genug. Das war unglaublich. Wir verbrachten gut 3 Stunden damit, jeden Winkel der Kammer zu erkunden. Wir sollten zurückgehen, sagte ich und drehte mich zum Ausgang um. Kai zuckte mit den Achseln und folgte mir. Ich erreichte den Tunnel, bückte mich und... Warte, sagte Kai. Ich sah über meine Schulter zurück. Kai hatte mir den Rücken zugewandt. Er schaute in die Kammer. Die Taschenlampe an seinem Helm schnitt durch die Dunkelheit. Was? Fragte ich. Keine Antwort. Ich stand auf und marschierte hinüber. Als ich an seiner Seite ankam, sah ich endlich, was er sah. Versteckt hinter einem umgestürzten Felsbrocken. Ein weiterer Durchgang. Noch kleiner als der Haupteingang. Kai trat hinüber und hockte sich hin. Das Licht von seinem Helm strahlte hinein. Ohrentropfe, sagte er. Die Worte trafen mich wie ein übler Geruch. Ohrentropfe war ein liebevoller Spitzname für wassergefüllte Passagen. Stell dir vor, du kriechst durch einen Sturmabflusstunnel mit nur wenigen Zentimetern Platz zum Atmen. Wir nennen sie Ohrentropfe, weil sich deine Ohren mit flauem Höhlenwasser füllen, sobald du deinen Kopf drehst, um das Wasser nicht in deinen Mund zu bekommen. Lass uns mit der Wasserausrüstung zurückkommen, sagte ich. Kai schnippte mit der Hand und schlug meine Idee nieder. Ungefähr 30 Meter entfernt gibt es noch eine Kammer. Er sah wieder zu mir auf, dieses vertraute Grinsen in seinem Gesicht und dieser vertraute Funke in seinen Augen, wie Indiana Jones auf der Jagd nach Schätzen. Was ist, wenn es regnet? Sagte ich. Laut Vorhersage ist es wochenlang trocken. Wandte er sich wieder dem Gang zu und kroch vorwärts. Ich folgte ihm. Wenn Kai sich keine Sorgen macht, mache ich mir auch keine Sorgen. Ich würde Kai folgen, auch wenn er zur Hölle fahren würde. Als wir Kinder waren, stieß mich einer der Barley-Brüder in einen rauschenden Strom. Mein Kopf schlug gegen einen Felsen und mir wurde schwarz vor Augen. Als ich 5 Minuten später aufwachte, war ich an der Küste und Kai pumpte meine Brust. Er war mir nachgesprungen und hatte mich herausgezogen. Tage später, als ich ihn fragte, warum er sein Leben riskiert habe, um mich zu retten, zuckte er mit den Achseln. Das war Kai, zusammengefasst. Ich konnte mit engen Räumen umgehen. Wasser dagegen war nicht mein Ding. Es fühlte sich immer so an, als ob sich etwas unter der Oberfläche versteckt und auf mich wartete, wie ein uraltes Übel, das ich vor unserer Zeit dort verkrochen hatte, darauf lauernd, dass ich vorbeikroch, um mir endlich seine faulen Zähne in die kreischende Halsschlagader hauen zu können. Vielleicht war es keine gute Entscheidung, The Descent of Acid zu schauen. Trotzdem kroch ich hinter ihm her. Ich drehte meinen Kopf und schloss meinen Mund, als lauwarmes Höhlenwasser wie glitschige Zungen gegen mein Gesicht floss. Mein Helm kratzte oben an dem pockennarbigen Kalkstein, als trübes Wasser darunter plätscherte. Es gab hier nur etwa 10 bis 15 Zentimeter Platz zwischen dem Wasser und der Decke. Wir krochen Stück für Stück vorwärts. Wir drehten und zogen uns durch den immer kleiner werdenden Tunnel. 30 Meter entfernt? Sagte ich bitter. 30 Minuten waren vergangen, ohne dass eine Kammer in Sicht war. Geben oder nehmen, sagte Kai, fröhlich wie immer.
Ich seufzte und drückte mich durch einen anderen rutschigen Spalt. »Warte«, sagte Kai und hielt jetzt still. Ich blieb stehen. »Was?« Fragend sah er mich an. Mein Licht spiegelte sich in seinen Augen. Stille. »Was?« Er zog etwas aus dem Wasser. Ein schleimiges und tropfendes Objekt. Etwa so groß wie ein Schuh. »Ich denke, es ist ein Schuh«, sagte er, drückte seinen oberen Rücken gegen die Felswand und drehte sich zur Seite. Er riss seinen freien Arm aus dem Wasser und kratzte den Dreck vom Objekt. Ein langwieriger Prozess, aber es war sicher ein Schuh. Ein altmodischer, lederner Arbeitsstiefel. Wir saßen ungefähr 5 Sekunden lang schweigend da, bis... »Hä?« sagte Kai, ließ den Schuh kurzerhand zurück ins Wasser fallen und bewegte sich weiter. »Warte«, sagte ich, mich dabei nicht bewegend. »Es ist ein Schuh«, antwortete er und schaute nicht zurück. »Ja, aber...« »Vielleicht ist es das erste Mal, dass jemand seinen Schuh verloren hat«, sagte er und zog sich durch einen weiteren Spalt. Ich schüttelte meinen Kopf und folgte ihm. Wie ich schon sagte, wenn Kai sich keine Sorgen macht, mache ich mir auch keine. 5 Minuten mühsamen Grabbelns vergingen, bis... »Scheiße«, sagte Kai. Diesmal sah ich, was er sah. Eine Sackgasse. Irgendwie. Eine Kalksteinmauer, die ins Wasser ragte. In der Wand war ein Loch von der Größe eines Tellers geritzt. Durch das Loch war auf der anderen Seite ein Tunnel zu sehen. »Ich denke, da kommen wir durch«, sagte Kai, schloss die Augen, holte tief Luft, legte seine Hände flach an die Decke und... »Warte«, rief ich, aber es war zu spät. Er war schon unter Wasser. Scheiße. Jetzt gab es nur noch mich und das Geräusch blubbernden trüben Wassers. 10 lange Sekunden vergingen, bis er schließlich auf der anderen Seite auftauchte. Ich atmete erleichtert aus. »Es ist nicht schlecht«, rief mir Kai durch das Loch zu. Er grinste breit und blinzelte, als mein Licht in seine blutunterlaufenen Augen fiel. Ich sah ihn an. Unsicherheit erfüllte mein Gesicht. »Es ist okay, Mann«, sagte er. »Lass dir Zeit.« Er blickte über die Schulter zurück. »Wir sind jetzt wirklich fast da.« Ich atmete langsam ein, atmete aus und wieder ein. Ich schloss die Augen und... »Warte«, sagte Kai. Aber seine Stimme klang jetzt anders, besorgt. Ich spähte durch das Loch zurück. Der Hinterkopf von Kai war nass und schmutzig. Der Schein meiner Taschenlampe fing die Kratzspuren an seinem orange leuchtenden Schutzhelm ein. »Was ist los?«, fragte ich. »Bist du verletzt?«, sagte Kai. Aber er sprach nicht mit mir. Er sprach mit jemand anderem. Er sprach mit jemand anderem und klang jetzt verängstigt. Nur einmal im Leben hörte ich Kai ängstlich klingen. In unserer Kindheit hatte Mama einen schweren Autounfall. Ich saß mitten bei den Hausaufgaben am Küchentisch, während Kai mit dem Krankenhaus telefonierte. »Wird es ihr gut gehen?«, fragte Kai. Ich habe nie vergessen, wie seine Stimme zitterte. Und jetzt, zum ersten Mal seit 16 Jahren, hörte ich es wieder. Ich hörte seine Stimme zittern. »Kai, was ist los?« Eine lange Stille folgte. »Vor dir«, sagte er in gedämpften Tönen. »Jemand ist hier.« Mein Magen verknotete sich. Stille. Nichts als das Tropfen, Tropfen, Tropfen von Wasser. »Bist du verletzt?«, fragte Kai noch einmal. Noch eine lange Stille. Und dann... »Hilf mir«, antwortete eine Stimme aus der Dunkelheit. Klein und schwach. »Bitte, hilf mir.« Sie hörte sich an, als wäre sie den Tränen nahe. Aber unter der Traurigkeit lauerte etwas anderes. Ein Ton der Vorfreude, fast schon Aufregung, als wollte sie uns einen Streich spielen.
Ein schrecklicher, unaussprechlicher Witz. Kai, flüsterte ich. Geht es dir gut? Fragte Kai den Fremden. Weitere Stille folgte. Nein, antwortete die Stimme. Jetzt seltsam ruhig. Ich konnte nicht denken. Ich konnte nicht atmen. Kai, lass uns gehen, zischte ich und schaute über meine Schulter zurück. Nichts als feuchte Dunkelheit, wie eine in Stein gemeißelte, entstellte Kehle. Wir waren weitergegangen, als ich dachte. Der Tunnel schien sich ins Unendliche zu erstrecken. Als ich mich umdrehte, war Kai weg. Kai? Stille. Scheiße. Ich holte langsam tief Luft und ein tiefes Grollen hallte von hinten wieder. Donner. Fuck, fuck, fuck. Ich spähte durch das Loch zurück in die Dunkelheit vor mir. Kai, sagte ich jetzt lauter. Von einem Riss in der Decke lief ein dünner Wasserschwall die Wände hinunter. Die Oberfläche stieg an. Regensturm. Kai, schrie ich. Immer noch nichts. Kai, schrie ich immer wieder seinen Namen. Kai, ich schrie seinen Namen. Kai, bis meine Kehle blutete. Kai, aber nichts antwortete. Nur das sprudelnde Geräusch von aufsteigendem Wasser. Der metallische Geschmack von Blut auf meiner Zunge. Ich holte noch einmal tief Luft, drückte meine Hände gegen die Decke, schloss die Augen und... Kai! Ich hörte auf. Wenn ich weitermachen würde, wenn ich versuchen würde, ihn zu retten, würde ich die Höhle niemals verlassen. Ich wusste es. Tief im Innern wusste ich es. Zumindest rede ich mir das ein, um zu rechtfertigen, dass ich ihn zurückließ. Ich brauchte 2 Stunden, in denen ich krabbelte, nach Luft schnappte und mich durch die beißende Kälte zog, um endlich zu entkommen. Als ich aus der Höhle krabbelte, war es Nacht. Ein flacher, rauschender Strom peitschte durch das einst trockene Flussbett. Der Donner hatte aufgehört, aber der Regen nicht. Ein brachialer Regenguss, so wie ich ihn noch nie gesehen hatte. Ich stolperte den Berg hinunter und erreichte schließlich Kais Allradjeep. Damals gab es noch keine Handys, also bin ich gefahren. Das Gaspedal durchtretend, bis ich die nächste Tankstelle erreichte. Mit quietschenden Reifen kam ich auf dem Parkplatz zum Stehen und sprang heraus. Der Schlüssel steckte noch. Motor lief noch. Ich stürmte so laut durch die Vordertür der Tankstelle, dass der Angestellte unter der Theke nach seiner Waffe griff. Telefon! Ich keuchte, die Hände auf den Knien, und tropfte schwarzen Schlamm auf die weißen Plastikböden. Der Angestellte musterte mich und griff immer noch nach der Waffe. Telefon! Schrie ich mit angsterfüllten Augen. Schließlich verstand er. Er ging zurück, griff nach dem kabelgebundenen Telefon und gab es mir. Ich rief die Parkrangerin an und sagte ihr, wo mein Bruder vermisst wurde. Sie sagte mir, ein Team sei unterwegs. Sagte mir, ich solle mich warm halten, in Sicherheit bleiben und Ruhe bewahren. Erschöpft ließ ich das Telefon fallen und ging wieder nach draußen. Ich stolperte über den Parkplatz und stieg wieder in den Jeep meines Bruders. Der Motor lief noch. Die Fahrertür stand noch offen. Ich saß da, bis der Regen endlich aufhörte. Bis die Sonne endlich über dem westlichen Lasalle-Gebirge aufstieg. Bis sich der Kraftstofftank leerte und die Morgenvögel anfingen zu singen. Sie haben Kai nie gefunden. 15 Jahre später. Und ich habe noch niemandem von der Stimme aus der Dunkelheit erzählt. Nicht einmal meiner Frau. Ich weiß, dass das schlecht ist, ich weiß. Ich sollte keine Geheimnisse bewahren. Aber ich bin nicht bereit. Noch nicht. Vielleicht in ein paar Jahren. Vielleicht nie. Ich weiß nicht warum, aber ein Teil von mir befürchtet, dass wenn ich auch nur von der Stimme aus der Höhle erzähle, der Fremde zurückkehren würde. Unabhängig davon denke ich immer wieder an Kais letzte Worte.
geht es dir gut. Kai war alles für mich, als wir Kinder waren, nachdem Mama diesen Autounfall hatte. Kai wurde Vater, Mutter, Bruder, Freund. Das alles in einer Person. Und jetzt war er weg. Ich weiß nicht, wer das in den Höhlen war. Ich will es nicht wissen. Es ist komisch. Aber ich habe immer wieder das Gefühl, dass ich ihm wieder begegnen werde. Manchmal wache ich auf und kann nicht mehr einschlafen. Manchmal fühlt es sich so an, als könnte der Fremde aus der Höhle jede Sekunde rufen und im Dunkeln warten. Ich warte darauf, dass sich seine kalten, nassen Hände um meine Knöchel legen und mich ins Nichts ziehen. Natürlich passiert es nie, aber der Gedanke verschwindet selten, so als ob er jede Minute, jede Sekunde wieder auftauchen könnte. Diese leise Stimme, die aus der Dunkelheit ruft und darauf wartet, mich ins Wasser zu ziehen. Ich glaube nicht, dass ich bereit bin, ihn noch einmal zu treffen. Vielleicht in ein paar Jahren. Vielleicht nie. Vielleicht wird es nicht schlimm sein. Vielleicht wird es viel schlimmer, als ich jemals gedacht habe. Ich weiß es nicht. Niemand tut es. Aber eins weiß ich. Wenn der Tag endlich kommt, wenn der Fremde aus den Höhlen endlich zurückkommt, dann werde ich ihn fragen, ob es ihm gut geht. Auf der Busfahrt nach Hause habe ich ein altes Handy gefunden. Ich hätte es nie einschalten dürfen. Ich hatte mich gerade in den späten Charterbus gesetzt, um nach Hause zu fahren, als ich etwas Seltsames unter meinem Sitz spürte. Es war, als säße ich auf einem Klumpen, der zwar nicht allzu groß, aber auf jeden Fall unangenehm war. Instinktiv griff ich unter den Sitz, um den Gegenstand zu entfernen, und meine Hand berührte etwas Vertrautes. Die geringe Größe und das glitzernde Plastik verrieten mir, dass es sich um ein Smartphone handelte. Aber nicht um eine Marke, die ich kannte. Jemand muss es aus Versehen hier liegen gelassen haben, dachte ich mir. Da ich noch ein wenig Zeit bis zu meiner Haltestelle hatte, öffnete ich meinen Rucksack und holte mein tragbares Ladegerät heraus. Wie es der Zufall wollte, passte der Stecker. Und sofort begann das Telefon zu laden. Ich beobachtete es wie einen Teekessel, auf den man wartet, dass er anfängt zu kochen. Ich weiß nicht warum. Ich hatte nicht wirklich erwartet, dass ich es entsperren könnte, aber ein Teil von mir hoffte dennoch, dass ich keinen PIN eingeben musste. 5 Minuten später schaltete es sich ein und machte ein knirschendes Geräusch wie ein altes Modem. Ich nahm es in die Hand und wartete, um zu sehen, welche Geheimnisse es enthielt. Der Bildschirm war völlig schwarz, ohne jeglichen Hintergrund. Und die Uhrzeit war definitiv falsch, als wäre sie seit einiger Zeit nicht mehr aktualisiert worden. Sogar die Jahreszahl war falsch. Wie lange war es schon hier? Es gab keinen Empfang und sah nicht so aus, als könnte ich es entsperren. Also legte ich es einfach wieder hin und konzentrierte mich auf mein eigenes Telefon. Dann hörte ich das deutliche Geräusch einer SMS-Benachrichtigung. Sie kam von dem älteren Telefon. Aber das konnte nicht möglich sein, dachte ich, als ich es wieder in die Hand nahm und sah, dass es in kurzer Folge Dutzende von Nachrichten gab. Offenbar alle von ein und derselben Person. Sofort gab ich mein Bestes, um sie in schneller Folge zu lesen. Wo bist du eigentlich? Warum antwortest du nicht? Ist alles in Ordnung? Zieh es nicht durch. Diese Nachricht stach mir als erstes ins Auge. Aber ich wollte herausfinden, was genau los war, und scrollte zum Anfang der Nachrichtenstory. Hey,
Schön, dass wir endlich Nummern austauschen konnten. Ruf mich jederzeit an. Anna. Danke, dass du tatsächlich geantwortet hast. Ich dachte schon, dass mich in letzter Zeit niemand mehr gesehen hat. Craig. Anna und Craig. Die beiden klangen wie ein Liebespaar. Und ich war kurz davor, alle pikanten Details über ihre Beziehung zu erfahren, dachte ich. Das muss Craigs Telefon gewesen sein. Und er hatte hier alles über Anna gespeichert. Ich sah, dass er keine anderen Kontakte in seinem Telefon hatte, was ein wenig seltsam war. Als nächstes beschloss ich, die Fotos zu überprüfen. Es gab mehrere Fotos, die aus seltsamen Winkeln aufgenommen worden waren. Alle am selben Tag, von derselben Person. Es sah so aus, als hätte er die Fotos mit seinem Handy genau hier in diesem Bus aufgenommen. War er auch oft auf dieser Strecke unterwegs? Es war ein seltsames Gefühl, sich vorzustellen, dort zu sitzen, wo jemand anderes gesessen hatte und genau zu wissen, was er dort gemacht hatte. Instinktiv blickte ich auf, um zu sehen, ob die Frau auf den Fotos vielleicht heute im Bus saß. Ich weiß nicht, wie sehr ich mich in diesem Fall aufgeregt hatte, aber ich atmete erleichtert auf, als ich feststellte, dass der Bus bis auf mich und ein paar andere Fahrgäste leer war. Und keiner von ihnen hatte Ähnlichkeit mit der Frau auf den Fotos. Als ich auf seinem Handy in der Zeit zurückblätterte, sah ich, dass er mindestens 100 Bilder von ihr gemacht hatte. Vielleicht sogar mehr. Das grenzte schon an Besessenheit. Daraufhin entdeckte ich Notizen, in denen er über seine Gefühle ihr gegenüber schrieb. Das muss in einem Zeitraum passiert sein, noch bevor sie Nummern ausgetauscht hatten. Folgendes stand in den Notizen des Telefons: Ich habe heute eine Frau im Bus gesehen. Und irgendetwas an ihr war anders als an allen anderen, die ich bisher gesehen habe. Hast du schon mal von Seelenverwandten gehört? Ich glaube, ich hatte ein komisches Gefühl, als ich sie sah. Und ich frage mich, ob es vielleicht daran liegt. Sie ist sehr schön. So sehr, dass ich bezweifle, dass sie mit jemandem wie mir zusammen sein möchte. Ich weiß, dass du sagen würdest, ich solle ihr einen Vertrauensvorschuss geben. Aber sieh nur, wohin mich das gebracht hat. Was, wenn sie mich zurückweist? Oder noch schlimmer, wenn sie sich entscheidet, nicht zu antworten? Ich hielt in den Notizen inne und fragte mich, wem Craig wohl einst sein Vertrauen geschenkt hatte. Auf dem Telefon war sonst kaum etwas zu finden. Es war zu alt für Social Media oder Ähnliches. Und neben den unzähligen Fotos der Frau war das Einzige, was ich nicht wirklich überprüft hatte, seine Anrufliste. Natürlich hatte ich bei dem Gedanken daran das Gefühl, dass ich bereits zu sehr in die Privatsphäre dieses Fremden eingedrungen war. Aber irgendetwas an diesem Gespräch war faszinierend. Ich musste wissen, was passiert war. Ich rief die letzten Anrufe auf und sah, dass dieselbe Nummer immer wieder versucht hatte, ihn anzurufen. Dann wurde mir klar, wie lange dieses Telefon offenbar schon hier lag. 6 Jahre. Das schien unmöglich. Aber was dann geschah, war noch viel erstaunlicher. Das Telefon gab wieder einen Signalton ab. Eine neue Nachricht. Wie konnte das sein? Ich öffnete sie. Unbekannt. Glaubst du, dass du mich kennst? Wieder fühlte ich mich unbehaglich, dass ich die Nachricht überhaupt las oder es gar in Betracht zog, zu antworten. Da es sich um eine private Nummer handelte, hielt ich es für sinnlos, legte das Handy weg und versuchte, die nächste Nachricht zu ignorieren. Vielleicht solltest du weiterlesen und sehen, was mit Anna passiert ist. Ich ging zurück zu den Textnachrichten. Meine Augen scannten nervös den Bus. Hat Craig mich im Bus beobachtet? Ich las weiter in den Notizen.
Ich habe endlich den Mut aufgebracht, sie auf mich aufmerksam zu machen. Wir verstehen uns auf Anhieb. Ich bin so aufgeregt. Wir haben Nummern ausgetauscht. Das ist genau der Glücksfall, auf den ich gewartet habe. Endlich hat sich die Geduld ausgezahlt. Die Textnachrichten schienen auch die Geschichte eines verzweifelten Mannes zu zeigen, der für nichts anerkannt wurde. Hey, Greg, wie geht's dir? Ich wollte dich auf einen Drink einladen, aber ich war mir nicht sicher, ob du Zeit hast. Ich weiß das zu schätzen, Anna, aber ich kann wirklich nicht. Ich habe noch einen Berg Arbeit vor mir. Seine Reaktion erschien mir seltsam, denn seine Notizen erzählten eine andere Geschichte. Ich wünschte, ich könnte ein Leben mit ihr führen. So viele Dinge, die wir zusammen erleben könnten. Aber es soll nicht sein. Sie würde nicht verstehen, was ich tun muss. Du würdest es natürlich verstehen. Du hast immer gewusst, wozu ich fähig bin. Was genau hat Greg geplant? Eine weitere Nachricht kam von Unbekannt. Bitte sag mir, dass du gesehen hast, wohin das führt. Ich kann die Sorge in deinem Gesicht sehen. Du denkst, ich habe ihr wehgetan. Diesmal beschloss ich zu antworten. Wenn du sie nicht verletzt hast, warum klingen dann all diese Textnachrichten so besessen von ihr? Und die Bilder? Du hast diese Frau gestalkt. Und wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich denken, du stalkst mich. Mach dich nicht lächerlich. Du bist nicht wie sie. Du wirst zwar genauso interessant zu verfolgen und zu beobachten sein, aber Anna war etwas Besonderes. Sie wollte mir wirklich helfen. Was bist du? Traute ich mich zu fragen. Ich wusste, dass dieses alte, ausgediente Telefon auf keinen Fall funktionieren oder Nachrichten übermitteln sollte. Aber die Texte hatten mich bereits davon überzeugt, dass dies kein gewöhnliches Gespräch war. Es war etwas, das meine Vorstellungskraft überstieg und das ich nun in den Vordergrund schob. Ich ging zurück zu den Textnachrichten. Je mehr ich las, desto beunruhigter wurde ich. Ich mach mir Sorgen um dich, Greg. Ich sehe dich immer allein in diesem Bus sitzen. Wenn das Telefon nicht wäre, würde ich denken, du wärst tot. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Mir geht's gut. Aber ich weiß deine Besorgnis zu schätzen. Es ist schon lange her, dass sich jemand wirklich Sorgen um mich gemacht hat. Versprichst du mir, dass es dir gut geht? Ja, natürlich. Jetzt, da du bei mir bist, wird es mir gut gehen. Die einzige Zeit, in der ich bei dir bin, ist, wenn wir zusammen in diesem Bus fahren. Warum willst du nie mit mir kommen? Ich hab dir doch schon gesagt, dass ich nicht kann. Warum hörst du nicht einfach auf damit? Ich fange an zu glauben, dass du in diesem Bus gefangen bist. Wenn das wahr wäre, wäre meine einzige Sorge, hier rauszukommen. Ich würde meine Zeit nicht damit verschwenden, dich kennenzulernen. Es vergingen noch ein paar Tage mit solchen Nachrichten und Anna wurde immer besorgter. Und dann kam eine schreckliche Wahrheit ans Licht. Greg, wie lange bist du schon auf der Suche nach jemandem? Was meinst du damit? Ich habe etwas über diesen Bus recherchiert und versucht herauszufinden, warum du mir so bekannt vorkommst. Mir ist klar geworden, dass ich deine Geschichte gelesen habe, als ich ein kleines Mädchen war. Anna, hör auf! Hör auf, darüber zu reden! Nein, ich muss es wissen. Bist du tot? Ich erstarrte und las die Nachricht noch einmal. Vielleicht hatte sie das falsch verstanden. Dann gab er eine Antwort. Natürlich bin ich tot. Deshalb war es auch so schwierig, dir alles zu erklären. Ich möchte nicht, dass du dich fürchtest. In dem Moment, als ich die Nachricht las, erschien ein Spiegelbild derselben Nachricht auf dem Bildschirm. Greg wiederholte, was er zu Anna gesagt hatte. Ich will nicht, dass du dich fürchtest. Dafür war es zu spät.
Ich hatte Angst vor der Tatsache, dass ich offenbar mit einem Geist schrieb. Was willst du von mir? Fragte ich. Dasselbe, was ich von Anna wollte. Ich wollte, dass sie diesen Ort verlässt. Aber sie wollte nicht auf mich hören. Vielleicht wirst du? Ich holte mein Handy heraus und googelte nach Ereignissen rund um diesen Bus, so wie Anna es getan hatte. Ich suchte vor allem nach tragischen Ereignissen rund um diese Strecke. Es dauerte nicht lange, bis ich eines fand, das nur 6 Jahre zurücklag. Aus der gleichen Zeit wie die Textnachrichten. Eine Frau aus der Gegend springt aus einem fahrenden Bus. Anna Fitzgerald, eine örtliche Immobilienmaklerin, wurde an der Ecke Fourth and Pine tot aufgefunden. Zeugen behaupten, sie hätten gehört, wie sie mit sich selbst oder mit einer unsichtbaren Person sprach, der sie immer wieder sagte, sie solle sie in Ruhe lassen. Daraufhin sprang sie aus dem 75 Meilen pro Stunde fahrenden Bus in den Tod. Ich schrieb Craig eine SMS. Hast du sie zum Springen gebracht? Nein, natürlich nicht. Das wollte ich nicht. Aber als sie verstand, dass ich versuchen würde, mit ihr zusammen zu sein, hat sie überreagiert. Du wolltest mit ihr zusammen sein? Du meinst, in ihren Körper schlüpfen? Es gab eine längere Pause. Und mir wurde ganz kalt. Mit diesem Handy hat er seine Opfer aufgespürt. Das verstehe ich jetzt. Er hat es hier gelassen, damit ein neugieriger Passant wie ich es findet. Ich stand auf und zog an der Schnur, die den Bus zum Halten bringen sollte. Das Telefon piepte erneut. Du kannst mich nicht hier im Bus zurücklassen. Das lasse ich nicht zu. Ich bin schon zu lange hier. Ich warf das Telefon weg und versuchte erneut, den Bus zum Anhalten zu bewegen. Er wurde nur noch schneller. Ich spürte, wie etwas meinen Körper überwältigte. Ich wusste, es musste der Geist von Craig sein, der versuchte, in meine Seele einzudringen. Wir steuerten einen Bordstein an. Wenn ich es richtig timte, könnte ich springen und überleben. Ich bewegte mich auf den vorderen Teil des Busses zu, als dieser langsamer wurde, um Fahrgäste aufzunehmen. Jetzt war die Chance zu entkommen. Ich beeilte mich auszusteigen, auch wenn mich der Geist überwältigte. Ich stolperte und auf den Beton knallte. Aber irgendwie schaffte ich es. Und ich war von dieser seltsamen Begegnung befreit. Ich stand auf und wischte mir das Blut von der Lippe, als ich mich umdrehte, um den Bus wegrollen zu sehen. Die Fahrgäste taten alle so, als könnten sie mich nicht sehen. Wahrscheinlich eine Nebenwirkung dieses dämonischen Einflusses. Aber als der Bus wegfuhr, sah ich Craigs geisterhafte Präsenz dort stehen und mich anstarren. Ich hatte Glück, dass ich irgendwie überlebt hatte. Ich sah, wie er das alte Handy aufhob und es dann unter einen anderen Sitz schob, darauf wartend, dass ein anderes Opfer neugierig genug wäre, es zu finden. Wir hätten nie zum Mars fliegen dürfen. Der 7. März 2019 markierte einen der größten Sprünge für die Menschheit. Die erste menschliche Kolonie betrat den Mars. Ein Projekt, das seit etwa 20 Jahren geplant war, wurde endlich verwirklicht. Und doch scheint sich bis heute niemand daran zu erinnern, dass es jemals geschehen ist. 7 Menschen gaben ihr Leben, um sich auf dem Mars niederzulassen. Der erste Schritt zur Kolonisierung eines anderen Planeten. Und wie es bei solchen Ereignissen üblich ist, wurde es weltweit übertragen. Millionen von Menschen verfolgten die Landung von Bright Horizon 9 auf dem roten Planeten. Meine Familie bildete da keine Ausnahme. Wir versammelten uns aufgeregt, um ein Stück Geschichte mitzuerleben, das sich da anbahnte.
Wow. Das sieht ja aus wie in Arizona, sagte Jackson, als er seinen ersten Schritt auf die Marsoberfläche machte. Toll. Wer zum Teufel hat Jackson erlaubt, als Erster zu sprechen? Die ersten Worte auf den Mars. Sehr inspirierend, sagte Cameron sarkastisch. Die Aufnahmen waren atemberaubend. Dass wir live beobachten konnten, wie Menschen 30 Millionen Meilen entfernt auf den Mars spazieren gingen, war ein weiterer Beweis dafür, dass wir zu allem fähig sind. Natürlich gibt es eine Verzögerung, wenn man von einem Planeten zum anderen sendet. Es dauert etwa 10 Minuten, bis ein Signal vom Mars ankommt, je nachdem, welche Jahreszeit es ist. Live ist also vielleicht etwas übertrieben, aber es war dennoch ein großartiges Gefühl. Die Besatzung scherzte bei ihrem ersten Spaziergang auf der Oberfläche und versuchte, ihre Nervosität und ihr Erstaunen über den Anblick zu überspielen. Wir hatten alle schon Bilder vom Mars gesehen, aber zu sehen, wie jemand herumläuft und uns die Umgebung aus seiner Sicht zeigt, war etwas ganz anderes. Also gut, denk daran, wir sind keine Touristen, also lasst uns versuchen, professionell zu wirken, zumindest solange wir im Fernsehen sind, sagte Gordon, der zugeteilte Anführer der Truppe. Jeder von ihnen hatte eine Kamera an seinem Helm befestigt. Und da wir Zuschauer alle verschiedene Bilder empfangen konnten, konnten wir per Mausklick die Ansicht wechseln. Ich habe meinen Vater noch nie so begeistert von etwas gesehen. Er war gerade 60 Jahre alt geworden und selbst er benahm sich wieder wie ein Kind. Wie vor vielen Jahren, als er die erste Landung auf dem Mond sah. Ein paar Wochen vergingen und jeder Moment des Tages der Astronauten wurde gestreamt und war online leicht zugänglich. Dem Zähler zufolge verfolgten täglich mindestens 1 Million Menschen das Geschehen. Ab und zu gab es Unterbrechungen des Signals, ein paar Stunden tote Luft. Und natürlich schlief die Truppe auch am Ende jedes Marstages, den man im Übrigen als Sol bezeichnet. Ich beobachtete sie noch etwa eine Stunde lang, nachdem ich abends nach Hause kam. Es war ein gutes Gefühl, in einer Zeit des wissenschaftlichen Fortschritts zu leben. Und ein Teil von mir träumte, eines Tages selbst auf dem Mars zu landen. Die Zeit verging wie im Flug. Und am 9. April, nach etwa einem Monat auf dem Mars, sah ich mir zusammen mit meinem Vater den Stream eines weiteren Weltraumspaziergangs an. Sie sammelten Proben und überprüften die Bedingungen für künftige Siedlungen. Nichts allzu Aufregendes, aber auf jeden Fall unsere Zeit wert. Gordon war normalerweise derjenige, der das Team anführte. Und obwohl er dazu neigte, Cameron und Jackson auszuwählen, schloss er diesmal auch Anderson mit ein. Einen ruhigeren Typen, der mir vorher kaum aufgefallen war. Die Mannschaft hatte sich am Rande des Valles Marineris niedergelassen, einem Tal, das etwa 3-mal so groß war wie der Grand Canyon und viel tiefer ist. In gewisser Weise hatte ich mich mit der Mannschaft angefreundet, da ich sie einen Monat lang fast jeden Tag beobachtet hatte. Jackson war bei weitem mein Favorit, und nach seiner Einstellung zu urteilen, fiel es mir schwer, ihn für einen professionellen Astronauten zu halten. Er alberte immer herum und machte Witze über die dümmsten Dinge. Gordon hingegen passte perfekt in seine Führungsrolle. Streng, reif, aber vor allem fürsorglich. Der Rest der siebenköpfigen Besatzung waren ganz normale Streber, abgesehen von Anderson, der eher ein Riese war. Jeder von ihnen war perfekt für seine Rolle in der Mission ausgewählt. Aber irgendwie nicht besonders interessant zu beobachten. Cameron, die einzige Frau in der Crew, war vermutlich die klügste im Bunde und für den Großteil der Wartung der Station zuständig. Während der Expedition verfolgten wir hauptsächlich Jacksons Übertragung und schalteten nur dann auf die anderen Kanäle um, wenn er mit dem Einsammeln von Steinen beschäftigt war. Na, das ist ja mal was anderes, sagte Jackson, als sie über das Tal blickten. Ja. Findest du immer noch, dass es wie Arizona aussieht, du Trottel? Fragte Cameron spielerisch. Sie neigte dazu, auf Jackson herumzuhacken, und er antwortete oft mit seinen eigenen abfälligen Bemerkungen. So unterschiedlich sie auch waren. Sie gaben ein tolles Duo ab. Auf mich wirkten sie wie zwei flirtende Highschool-Schüler. Aber es war seltsam liebenswert zu sehen, wie normal das Leben auf einem anderen Planeten sein konnte. Es war ein besonders dunkler Sol auf dem Mars und die Sonne war gerade dabei, unter den Horizont zu sinken, was bedeutete, dass die Besatzung zurück zu ihrer Station musste.
Der Sonnenuntergang auf dem Mars unterschied sich stark von der romantischen Szene, die wir auf Erden sehen. Er war blau und kalt und damit eher unheimlich als schön und ließ ein Gefühl des Grauens in mir aufsteigen. Ich glaube, ich bevorzuge die Sonnenuntergänge auf der Erde, sagte Jackson. Ja, es wird eine Weile dauern, bis wir wieder so einen sehen. Das heißt, falls sie uns jemals abholen kommen, fügte Jackson hinzu. Als die Sonne tief genug gesunken war, befahl Gordon, dass alle zusammenpacken sollten. Und die Besatzung gehorchte. Sheena war verärgert zu sein, dass ihre Arbeit unterbrochen worden war. Noch bevor die Crew ihre Sachen zusammensuchen konnte, fiel der Ton komplett aus. Und die gesamte Übertragung wurde von jeder verfügbaren Kamera unterbrochen. Keine große Sache, das passierte oft genug. Als ich nach ein paar Minuten mit einer Tasse Tee aus der Küche zurückkam, war das Bild wieder da und mein Vater hatte sich in die Aufnahmen vertieft, die nun endlich wieder zu sehen waren. Diesmal verfolgten wir Gordons Blickwinkel. Wir hörten das Geräusch von Keuchen. Hat das jemand gesehen? Fragte Anderson. Allein die Tatsache, dass Anderson, ein Berg von einem Mann, der bis hierhin so gut wie nie den Mund geöffnet hatte, irgendetwas mit Angst in der Stimme sagte, war erschreckend. Was gesehen? Fragte Gordon. Da war etwas, das sich unten in der Schlucht bewegt hat, erklärte Anderson. Bevor jemand die Gelegenheit hatte, dem nachzugehen, wurden sie von einem panischen Jackson unterbrochen. Kann mich jemand von euch hören? Schrie Jackson. Wir schalteten auf Jackson um. Die Kamera schwenkte hektisch umher, während er nach seinem Team suchte. Beruhigen Sie sich, Jackson. Wir sind noch hier. Die Kommunikation ist nur kurz ausgefallen. Nur eine Störung, antwortete Gordon. Warum kann ich euch da nicht sehen? Fragte er. In diesem Moment wechselte die Kamera zu Gordons Sicht. Und obwohl sie genau die gleiche Umgebung zeigte, war Jackson nirgends zu sehen. Bist du irgendwo hingegangen, Jackson? Wie lauten deine Koordinaten? Nein, ich hab mich nicht bewegt, verdammt! Schrie er zurück. Reiß dich zusammen, wir finden dich. Die Sicht wechselte für einen Moment zu Jackson zurück. Gerade rechtzeitig, um eine verschwommene Gestalt mit unglaublicher Geschwindigkeit an ihm vorbeifliegen zu sehen. Er stieß einen kurzen Schrei aus, bevor seine Verbindung abbrach und nur noch ein pechschwarzer Bildschirm zu sehen war. Jackson, kannst du mich hören? Fragte Gordon. Jackson! Die Crew schaute sich schockiert um und wir sahen wieder Gordons Übertragung. Wo ist er? Fragte Cameron. Ich weiß es nicht. Laut seinem GPS ist er einfach weg. Rufen Sie die Basis an und sagen Sie ihnen, sie sollen das Netz absuchen. Ich werde nachsehen, ob er irgendwie von der Klippe gefallen ist, sagte Gordon und gestikulierte in Richtung Cameron. Zentrale, können Sie mich hören? Fragte Cameron. Keine Antwort. Zentrale? Daniel! Wiederholte sie. Gordon, Sie antworten nicht. Keiner der Astronauten wagte es, einen Vorschlag zu unterbreiten. Sie waren hin und her gerissen zwischen der Entscheidung, zurück zur Station zu gehen und nach der Besatzung zu sehen oder zu bleiben und nach Jackson zu suchen. Wir müssen zurück zur Station, sagte Anderson schließlich. Was ist mit Jackson? Fragte Cameron. Wenn der Station etwas passiert ist, sind wir sowieso alle tot. Die Besatzung eilte zurück zur Bright Horizon 9. Keiner von ihnen sagte dabei ein Wort. Gordon ging vorne weg, wobei er sich immer wieder umdrehte, um sich zu vergewissern, dass die gesamte Besatzung ihm folgte. Auf einmal war Anderson einfach nicht mehr da. Wo ist er hin? Fragte Gordon. Ich weiß es nicht. Vor einer Sekunde war er noch hinter mir, stotterte Cameron. Alle anderen Bildschirme waren längst schwarz geworden. Auch die Kameras in der Station. Es dauerte nicht lange, bis sie zur Bright Horizon 9 zurückkamen. Die Türen standen offen, aber von der restlichen Besatzung war niemand zu finden. Gordon wurde von Minute zu Minute hektischer und verlor die Gelassenheit, die er bis dahin in dieser Mission bewahrt hatte. Scheiße, Scheiße, Scheiße! Was ist mit Ihnen passiert? Sagte er. Ich weiß es nicht. Ich habe die Tür versiegelt. Ich werde nach irgendwelchen Wärmesignaturen in der Nähe suchen,
sagte Cameron. Sie tippte verzweifelt auf der Konsole herum und scannte immer wieder neu. Da ist niemand. Warten Sie. Was auch immer die Konsole anzeigte, es ging über mein Verständnis von Computern und Geräten hinaus. Ich war einfach auf den Bildschirm fixiert. Weder ich noch mein Vater sagten ein Wort. Ein winziges Fünkchen Hoffnung kehrte in Camerons Stimme zurück. Jacksons Peilsender hat sich gerade wieder eingeschaltet, rief sie freudig. Gordon ging wieder auf die Tür zu. Ich gehe wieder raus, um ihn zu suchen. Du bleibst hier und öffnest nicht die Tür, bis ich zurückkomme, sagte er. Seine Worte waren mutig, aber er konnte seine zitternde Stimme nicht verbergen. Cameron versuchte, seine Befehle zu verweigern. Versprich es mir, sagte er. Ich verspreche es, antwortete sie zögernd. Ich klickte zurück zu Gordons Ansicht. Die Sonne war auf dem Mars bereits untergegangen. Und selbst mit seinen zwei Monden war die Nacht dunkler als alles, was ich auf der Erde bisher gesehen hatte. Auch die an Gordons Helm montierte Kamera fing kaum Licht ein, ähnlich wie die Taschenlampe, die er bei sich trug. Sprich weiter mit mir, Cameron, sagte Gordon nervös. Es sollte nicht lange dauern, bis ich Jackson erreiche. Siehst du irgendeine Bewegung um dich herum? Nichts, es ist zu dunkel, sagte Gordon. Warte. Jacksons GPS-Tracker bewegt sich auf mich zu. Er hielt inne und überprüfte den Standort. Moment mal. Er bewegt sich mit mehr als 50 Meilen pro Stunde. Das ist nicht... Er verstummte und die Verbindung brach ab. Cameron lehnte sich schockiert zurück. Sie versuchte nicht einmal, nach ihren Freunden zu rufen. Sie wusste, dass sie längst weg waren. Sie stand einfach auf und ging in Richtung Küche. Ohne ein Wort zu sagen, nahm sie eines der Messer und schlitzte sich selbst die Kehle auf. Die Entscheidung dauerte weniger als einen Sekundenbruchteil. Da wir das Geschehen aus ihrer Perspektive sahen, war es schwer zu sagen, was genau sie tat. Aber der folgende Blutstrom und das anschließende Gurgeln waren unmissverständlich. Es dauerte eine gefühlte Ewigkeit, bis das Gurgeln aufhörte. Aber kaum hatte sie nach Luft geschnappt, stand eine Kreatur am Rande. Wir konnten nicht mehr als einen verschwommenen Umriss erkennen. Viel zu groß und dünn, um ein Mensch zu sein. Obwohl alles um es herum scharf zu sein schien, weigerte sich die Kamera, es zu fokussieren. Selbst als es näher kam. Es beugte sich hinunter, um Camerons leblosen Körper zu betrachten, der immer noch verschwommen war. Und einen Moment lang schien es ihr Ableben nicht zu verstehen, als könne sie das Konzept des Selbstmords nicht begreifen. Es merkte schnell, dass es von jemandem beobachtet wurde, als es sein eigenes Gesicht direkt vor die Kamera hielt. Es dauerte nur eine Sekunde, bis das Bild erneut unterbrochen wurde. Aber diesmal blieb es nicht schwarz, sondern wurde durch ein eingefrorenes Bild von dem ersetzt, was auch immer diese Kreatur war. Und der Ton verwandelte sich in ein kreischendes, zerbrechendes Glas. Das Geräusch war lauter als alles, was ich je gehört hatte. Und selbst wenn ich mir die Ohren zuhielt, konnte ich die unaufhörlichen Schreie kaum stoppen. Es war rhythmisch, fast wie ein Morsecode, nur schneller und unregelmäßiger. Es kam nicht nur aus dem Fernseher. Tatsächlich spielten alle mit dem Internet verbundenen elektronischen Geräte im Haus den gleichen Horror. Die Stereoanlage meines Nachbarn und das Radio eines vorbeifahrenden Autos.
Soweit ich das beurteilen konnte, hatte sich die ganze Welt in einen einzigen entsetzlichen Schrei verwandelt. Bis dahin hatte ich nicht bemerkt, dass mein Vater wie festgeklebt vor dem Fernsehbildschirm saß, ohne zu blinzeln und ohne zu reagieren. Ich versuchte, ihn wegzuziehen, aber vergeblich. Er war in einer Art Trance. Sei es durch einen defekten Stromkreis oder durch das Kreischen selbst, plötzlich schaltete sich alles im Haus ab. Ein totaler Stromausfall, der nur unser Haus betraf. Das Kreischen hörte daraufhin in der ganzen Nachbarschaft auf. Und als der Fernseher wieder eingeschaltet wurde, war der Kanal weg. Seit den Ereignissen von Bright Horizon 9 ist nun ein Monat vergangen. Und es gibt nicht den geringsten Beweis dafür, dass dies jemals passiert ist. Allen verfügbaren Quellen zufolge waren wir noch nicht einmal auf dem Mars. Meine Eltern zwangen mich, mit einem Psychiater zu sprechen. Und eine Zeit lang war ich fast überzeugt, ich sei verrückt geworden. Aber jetzt sitze ich hier und suche verzweifelt nach jemandem, der sich erinnert. Ich weiß nicht, warum ich es nicht vergessen habe. Aber ich kann nicht der Einzige sein. Diese Dinge, was auch immer sie sind, haben die gesamte Besatzung getötet und es geschafft, die Geräte an Bord der Bright Horizon 9 zu kapern und das kollektive Gedächtnis der gesamten menschlichen Rasse auszulöschen. Womöglich wollten sie, dass wir die Geschehnisse vergessen, damit wir nicht zum Gegenschlag ansetzen würden. Ich hoffe wirklich, dass ich verrückt bin. Denn wenn nicht, ihr nächstes Ziel ist die Erde. Ich habe einen True Crime Podcast gehört. Über mich. Jeden Abend auf meinem Heimweg von der Arbeit höre ich True Crime Podcasts. Obwohl mein Lieblingspodcast bereits die Episode für diese Woche veröffentlicht hatte, sagte mir die App, dass es eine neue gab. Aufgeregt drückte ich Play. Es war eine kleine Stadt. Die Art, in der immer noch Tante-Emma-Läden die Straßen säumen. Die Art, in der jeder ihren Namen kennt. Aber die Bewohner wussten nicht, dass sie bald von einem schrecklichen Verbrechen erschüttert werden würden. Ich hielt an einer Ampel an. Das Rot leuchtete in der Dunkelheit und glitzerte auf der nassen Straße. Ein schwarzer SUV kroch vorbei. Mir gegenüber leuchteten unheimliche blaue Kühlschranklichter aus einem Restaurant. Die Stühle waren alle aufgestuhlt, Beine in der Luft. Die Ampel schaltete auf grün. Dieser kühle Septemberabend war für den jungen Studenten ein ganz gewöhnlicher. Er hatte seine Schicht in einem lokalen Geschäft beendet und ging nach Hause. Aber er kam nie zu Hause an. Junger Student? Lokales Geschäft? Verdammt, das traf genau zu. Ich war Teilzeitstudent am Franklin Community College und arbeitete im örtlichen Supermarkt. Und natürlich war ich auf dem Heimweg. Ich blickte hinter mich und schaute in die Gasse hinter Alessandros Pizza, die dunkel war, bis auf das Neonlicht, das vom Schild kam. Seine Freundin meldete ihn am nächsten Tag als vermisst. Die Stadt führte eine freiwillig geführte Suche durch. Und nach 2 Tagen... fanden sie etwas. Angst bildete sich in meiner Magengegend und ich erwartete, einen Körper zu hören. Aber was die Stimme als nächstes sagte, war so viel schlimmer. Am Ufer des Worthington Lake angespült, fand man ein paar rote Converse-Sneakers der Größe 43. Ich stoppte und schaute auf meine roten Converse-Sneakers herab. Feucht vom Regen. Was zum Teufel?
Mein Herz begann zu pochen. Die Schuhe wurden an einen forensischen Analytiker geschickt, der das Tragemuster mit einem anderen Paar seiner Schuhe verglich, um festzustellen, ob sie dem Opfer gehörten. Ein rumpelndes Geräusch ließ mich aufspringen. Ich drehte mich um, um einen dunklen SUV zu sehen, der an der Kreuzung links abbog. Habe ich das Auto nicht vor ein paar Minuten schon mal gesehen? Vielleicht folgt es mir und das Auto fuhr an mir vorbei und verschwand in der Dunkelheit. Komm schon, Simon, reiß dich zusammen. Converse sind beliebte Sneaker. Ein wenig aus der Mode, aber trotzdem. 43 ist eine gängige Herrenschuhgröße. Und welcher College-Student hat keinen Job? Glaubst du, du hörst eine Art Prophezeiung deines eigenen Todes? Ja, genau. Nach ein paar Wochen kamen die Ergebnisse zurück. Der Analyst war sich sicher. Die Schuhe gehörten keinem Geringeren als Simon Campbell. Das Blut floss aus meinem Gesicht. Simon Campbell? Mein Name? Was zum Teufel weh? Ich hatte keine Zeit zum Nachdenken. Ich zwang mich zu bewegen, begann zu rennen. Die kleinen Läden verwandelten sich in eine bunte Unschärfe. Die Suche im See lief ins Leere. Ohne Körper ist ein Verbrechen schwer zu lösen. Aber die Polizei gab nicht auf. Und schließlich kam ein Zeuge nach vorne. Jemand hatte in dieser Nacht gegen 2 Uhr morgens ein am See geparktes Auto gesehen. Ein schwarzer SUV mit abgedunkelten Fenstern. Nein, nein, nein! Was zum Teufel geht hier vor sich? Ich peitschte herum. Die Straße war leer. Keine Menschen, keine Autos. Keine Zeugen, sagte die kleine Stimme in meinem Hinterkopf. Diejenige, die viel zu viele True Crime Shows gesehen hat. Meine Augen scannten die Läden. Alles geschlossen. Es gab 6 schwarze SUVs, die der Beschreibung des Zeugen in der Gegend von Franklin entsprachen. Aber einer von ihnen fiel Detective Nolan besonders ins Auge. Er gehörte Joanna Kelly, eine registrierte Sexualstraftäterin. Der Ton war so weich, dass ich ihn wegen der Podcast-Stimme fast nicht gehört hätte. Ich peitschte herum. Und da war es. 2 dröhnend weiße Scheinwerfer hinter mir. Aus einem schwarzen SUV kommend. Ich zwang meine Beine schneller zu laufen. Das Auto beschleunigte nicht. Es kroch langsam dahin und nahm sich Zeit, als ob die Fahrerin wusste, dass sie mich fangen konnte, egal was passierte. Ich schaute zurück und versuchte, sie hinter der dunklen Windschutzscheibe zu erkennen. Aber die Scheinwerfer waren zu hell, um etwas zu sehen. Kelly war nicht nur eine registrierte Sexualstraftäterin. Sie war verurteilt worden, weil sie einen Mann angegriffen hatte, mit dem sie zusammenarbeitete, der mehrere Piercings und kurze dunkle Haare hatte. Genau wie Simon. Das Auto kroch die Straße hinunter, mich verfolgend, wie eine Löwin ihre Beute verfolgt. Ich bog nach links ab, in unsere dunkle Wohnstraße. Nur noch ein paar Schritte. Scheinwerfer blinkten über mich und beleuchteten meinen rennenden Schatten auf dem Bürgersteig. Ich habe nicht zurückgeschaut. Ich rannte einfach, so schnell ich konnte. Das kleine braune Haus mit den gelben Fensterläden kam in Sicht. Ich sprintete über das Gras und schnappte mir meine Schlüssel aus der Tasche. Klicken. Ich warf die Tür auf und schlug sie hinter mir zu. Dann drehte ich den Riegel herum, brach vor der Tür zusammen und fing an zu weinen. Ich hörte das Rauschen des Autos, das an unserem Haus vorbeifuhr und die Straße hinunter weiterfuhr. Aber ich war nicht sicher. Sarah war noch nicht zu Hause. Ich war allein in einem dunklen Haus mit jemandem, der die Straße entlang fuhr und genau wusste, wo ich wohnte. Immer noch schluchzend überprüfte ich alle Schlösser. Dann rief ich Sarah an, die mir versicherte, dass sie 5 Minuten entfernt sei. Ich machte mich auf den Weg durch den dunklen Flur und ging ins Badezimmer. Dann legte ich mein Handy auf den Rand des Waschbeckens, schnappte mir einen Klumpen Taschentücher und fing an, mir die Nase zu putzen. Klicken. Ich erschrak und fuhr herum. Aber es kam nicht von vor der Tür. Der Bildschirm meines Handys leuchtete auf. Der Podcast wurde immer noch abgespielt. Ich musste ihn, als ich das Handy abgelegt hatte, versehentlich wieder gestartet haben. Er hatte laut Anzeige mehrere Minuten vorgespult. Was denkst du, ist mit Simon passiert? Fragte die Baritonstimme. Ich griff danach, um es auszuschalten.
Nun, er hatte mir vorher gesagt, dass er weglaufen wollte. Ich hielt inne. Es war Sarahs Stimme. Klar wie der Tag, aus den Lautsprechern kommt. Hat er? Warum? Fragte die Stimme. Er war nicht glücklich mit seinen Noten, seinem Job, seinen Eltern. Er erzählte mir manchmal, dass er davon träumen würde, einfach in eine zufällige Stadt zu ziehen und alles hinter sich zu lassen. Ich erstarrte und stierte in den Spiegel. Das habe ich nie gesagt. Nie. Sarah log. Ich meine, das war verletzend für mich als seine Freundin, weißt du? Ich dachte, wir würden eines Tages heiraten. Aber anscheinend dachte er nicht so. Mein Herz pochte in meinen Ohren. Du denkst also, dass er gerade die Stadt gewechselt hat und sein Leben glücklich woanders lebt, anstatt entführt oder ermordet zu sein? Eine Pause. Ja, genau das denke ich. Das ist alles für den Moment. Danke an unsere Zuhörer. Das Outro wurde abgespielt. Ich starrte auf mein Spiegelbild. Alles brach auf mich ein. Mein Verstand versuchte mitzuhalten, zu verstehen, was das alles bedeutete. Die Haustür knarrte auf. Draußen ertönten Schritte. Simon, ich bin zurück. Ich trat von der Tür weg. Simon? Meine Augen fielen auf das Fenster. Ich rannte hinüber, drehte den Griff. Ich öffnete es. Dann schwang ich mein Bein hinaus, zog mich durch das Fenster und rannte so schnell ich konnte. Ich wusste nicht, dass Klassenzimmer 42 in eine andere Dimension führt. Manchmal, wenn man vom Flur aus durch die mit Zeitungspapier bedeckten Fenster von Klassenzimmer 42 schaut, kann man gerade noch die Umrisse von Stühlen und Tischen im Inneren des Klassenzimmers ausmachen. Und dann, gerade wenn du dein Gesicht wegdrehen und zurückgehen willst, könntest du schwören, dass du die schwachen Umrisse einer Figur gesehen hast, die sich im Raum hin und her bewegt. Dieser Raum war in den letzten 50 Jahren verschlossen. Ich gehe auf ein altes Internat. Es ist eine große, alte Schule und mit alt meine ich 200 Jahre alt. Sie hat eine reiche Geschichte und wurde im Laufe der Jahre mehrfach renoviert. Von den 6 Gebäuden der Schule sind alle bis auf Block D komplett renoviert worden, um sie modern zu gestalten und an die heutigen Standards anzupassen. Block D wird nicht für Schlafsäle oder Klassenzimmer genutzt, sondern ist hauptsächlich ein Gebäude für schäbige Entertainmenträume und allgemeine Gemeinschaftsbereiche. Block D ist für uns ein riesiger Spielplatz. Wir verbrachten kalte Winternächte gemütlich unter Decken in diesen Räumen und erzählten uns gegenseitig Gruselgeschichten. Auch die Sommertage verbrachten wir in diesem Block, mit Klimaanlage und Fernsehen. Die Lehrer haben nichts dagegen und behandeln ihn auch als offenen Bereich, in dem die 42 Zimmer den Schülerinnen und Schülern zum Ausruhen überlassen wurden. Wir alle sind alt genug, um auf uns selbst aufzupassen. Und die Lehrer machen ihre Runden durch die Flure, um sicherzustellen, dass es uns gut geht. Das einzige Problem mit Block D ist das Klassenzimmer 42. Es befindet sich am Ende des Flurs im 3. Stock und war so lange verschlossen und verlassen, dass selbst unsere heutigen Lehrer nicht mehr wissen, warum es verschlossen ist. Es gibt jedoch eine unausgesprochene, konsequent durchgesetzte Regel. Vermeide Klassenzimmer 42 unter allen Umständen. In den kurzen 4 Jahren, die ich an dieser Schule bin, hat niemand auch nur versucht, den Knauf der Tür dieses Raumes zu drehen. Er ist verschlossen und das war's.
Alle Fenster sind mit einer Schicht Zeitungen bedeckt, die so dick sind, dass man nur schwache Umrisse erkennen kann. Bei näherer Betrachtung sind die Zeitungen alle aus den 70er Jahren, was uns zu der Annahme verleitet, der Raum sei seit 50 Jahren verschlossen. Und ja, wir sind nicht dumm. Die Zeitungen sind von innen aufgeklebt worden, sonst hätten wir sie schon längst abgenommen, um hineinzuspähen. Auch die Lehrerinnen und Lehrer schweigen dazu, verraten nichts und sagen uns nur, dass wir den Raum meiden sollen, dass er aus irgendeinem bestimmten Grund verschlossen ist und nicht betreten werden darf. Eine Lehrerin hat uns sogar erzählt, dass dort schlimme Dinge passiert sind und dass es sich nicht lohnt, aus reiner Neugierde da reinzugehen. Kennst du diesen Moment, in dem das Glück so vollkommen ist, dass etwas Unmögliches möglich wird? Ja, so erging es mir, als ich gerade an Klassenzimmer 42 vorbeiging und bemerkte, dass eine der Zeitungen von den Fenstern entfernt worden war. Ein Schauer lief mir über den Rücken, während sich in meinem Magen ein tiefes Loch bildete. Nicht hineinschauen, das sagte ich mir immer wieder, als ich an dem Klassenzimmer vorbeiging. Aber ich konnte nicht anders. Bevor du meine Entscheidung, in die kleine Lücke zu schauen, die nicht von Zeitungen verdeckt war, kritisierst, möchte ich dich bitten, darüber nachzudenken. Stell dir vor, du gehst jeden Tag an einem Kasten vorbei, der immer verschlossen war und den du nie öffnen konntest. Eines Tages siehst du ein Loch in dem Kasten, gerade groß genug, um hindurchzusehen. Würdest du hineinschauen? Nun, ich weiß, was ich tun würde, denn genau das habe ich getan. Ich habe genau in diesen Spalt geschaut, bis meine Nase mich daran hinderte, mein Gesicht weiter hineinzudrücken. Ich konnte in diesem Spalt nur Weiß sehen. Das Weiß war von roten Linien durchzogen, die wie Risse durch das Weiß hindurchgingen. Sie mündeten in ein Meer aus tiefem Schwarz. Erst als sich die Pupille schnell in mein rechtes Auge bewegte, wurde mir klar, was ich da sah. Ich wich zurück und schrie auf, woraufhin ich ausrutschte und direkt auf meinen Hintern fiel. Der Schmerz schoss meine untere Wirbelsäule hinauf und ich rappelte mich schnell wieder auf. Doch bevor ich weglaufen konnte, schlang sich eine dünne Hand mit langen, schlanken Fingern um meinen Knöchel. Sie zog mich mit solcher Kraft, dass es mich von den Füßen warf. Ich sah noch ein paar Hände aus der leicht geöffneten Tür des Klassenzimmers kommen, bevor mein Hinterkopf auf den Marmorboden knallte. Meine Sicht verdunkelte sich und innerhalb weniger Augenblicke verlor ich das Bewusstsein. Als sich meine Augen öffneten, war meine Sicht verschwommen und unscharf. Ein scharfes Klingeln erfüllte meine Ohren, als ich so langsam wieder sehen konnte. Ich erblickte einen Deckenventilator und fast hätte ich vergessen, was gerade mit mir geschehen war. Es ist faszinierend, wie mein Gehirn mir in den wenigen Sekunden, in denen ich wieder bei Bewusstsein war, einreden wollte, ich sei böse gestürzt, hätte schlecht geträumt und läge nun im Krankenzimmer auf einem der Betten. Dieser Gedanke wurde jedoch schnell durch die Tatsache zunichte gemacht, dass ich kalte, harte Fliesen unter mir spürte. Ich lag auf dem Boden, wahrscheinlich immer noch auf demselben Gang. Also stand ich langsam auf und zuckte zusammen, als ich versuchte, meinen schmerzenden Knöchel zu bewegen. Bevor ich mich jedoch um meinen Knöchel kümmern konnte, nahm ich die Umgebung wahr. Mir wurde ganz flau im Magen, als ich mich in einem altmodischen Klassenzimmer mit abgenutzten Holzpulten und einer schwarzen, staubigen Kreidetafel wiederfand. Wenn ich so darüber nachdenke, bin ich überrascht, dass ich von außen nicht bemerkt hatte, wie schummrig der Raum war, denn das Licht hatte Mühe, durch die Zeitungsschichten an den Fenstern zu dringen.
Adrenalin schoss durch meinen Körper und ich wich plötzlich in die Ecke des Raumes zurück, obwohl ich keine wirkliche Gefahr sehen konnte. Ich wollte einfach mit dem Rücken an einer Wand sitzen, als mitten im Raum, nach allen Seiten ungeschützt. Es kam nichts auf mich zu. Und nach einigen Momenten der Erwartung, in denen mein Herz mit jedem Schlag fast meinen Brustkorb zerbrach, atmete ich aus. Beruhige dich, Ethan. Du schaffst das. Ich wiederholte dieses Mantra noch einmal in meinem Kopf, als ich aufstand. Der Schmerz in meinem Knöchel flammte auf und ich ließ mich unbeholfen zu Boden fallen. Bei der Untersuchung stellte ich fest, dass mein Knöchel stark geprellt war und die blauen Flecken die Form von dünnen, schlanken Fingern hatten, die sich zuvor um ihn gewickelt hatten. Ich erschauderte bei dem Gedanken und konzentrierte mich darauf, aus dem Klassenzimmer zu kommen. Die Tür schien geöffnet zu sein. Und so stand ich noch einmal auf, vorsichtig mit meinem Knöchel, und hüpfte hinüber zur Tür. Als ich die Tür öffnete, wurde meine Hoffnung zunichte gemacht. Die Tür öffnete sich nicht zum Flur, sondern zu einem identischen Klassenzimmer, mit denselben Zeitungen an den Fenstern, als hätte jemand den ganzen Raum kopiert und auf der anderen Seite eingefügt. Ich trat hinein, da ich keine wirkliche Wahl hatte. Die Tür schloss sich mit einem dumpfen Knall hinter mir. Ich erschrak und setzte zum Sprint an, wobei mein Knöchel allerdings zu stark belastet wurde, sodass er unter meinem Gewicht zusammenbrach und ich fiel durch den Boden. Kennst du diese Bilder von hypothetischen, vierdimensionalen Objekten? Weißt du, wie es im Hirn schmerzt, je mehr du versuchst, einen Sinn darin zu sehen? Genauso habe ich mich gefühlt, als ich durch den Boden fiel, als wäre er eine dicke Flüssigkeit. Die Frage, wie ich es geschafft hatte, durch den Boden zu fallen, war jedoch das Letzte, was mich beschäftigte. Denn in diesem Moment merkte ich, dass ich nicht atmen konnte. Ich versank immer weiter in der absoluten Dunkelheit, einer Schwärze, die so tief war, dass es mir vorkam, als hätte ich mein Sehvermögen verloren und wäre eingewickelt in Millionen von Decken und würde unaufhörlich fallen. Es ist schwer zu beschreiben. Stell dir einen Fallschirmsprung vor, bei dem du blind und in viele schwere Decken gehüllt bist. So ungefähr fühlte es sich an, über den Boden hinaus in den Abgrund zu sinken. Die ganze Zeit über brannte meine Lunge und drohte zu platzen. Sie verlangte nach Luft, aber ich konnte nicht atmen. In diesem Moment spürte ich die größte Angst, die ich je in meinem Leben empfunden hatte. Eine instinktive Bewegung, die seit der Geburt völlig automatisch vonstatten geht, war einfach nicht mehr möglich. Ich konnte buchstäblich keine Luft einatmen. Nichts drang in meine leeren Lungen, als befände ich mich im Vakuum des Weltraums. Dann schlug ich auf den Boden auf. Ich spürte es, weil eine starke Vibration durch meine Füße ging und ich nicht mehr das Gefühl hatte zu fallen. Die Dunkelheit schien sich aufzulösen, als ob ein Tuch über meinen Augen weggezogen würde. Und ich fand mich an einem Strand wieder. Alles hier war irgendwie falsch. Ich stand auf dem Wasser, während der Sand in Wellen auf und ab wogte. Sein schleifendes Geräusch erfüllte die Luft, während die Sonne am Horizont in einem hellen Rot unterging. Das Wasser, es fühlte sich nicht nass an, und doch fühlte es sich wie Wasser an. Der Sand wirkte wie eine Flüssigkeit. Ich trat auf die Sandwellen zu, und eine von ihnen leckte an meinen Zehen, hinterließ
unzählige Schnitte auf meiner Haut und zerkratzte meine Nägel. Ich sprang nach hinten ins Wasser, nur dass das Wasser nicht spritzte. Es kräuselte sich wie eine Matratze und kam wieder zur Ruhe. Ein Mann tauchte hinter mir auf. Zuerst bemerkte ich ihn nicht, aber als er mir auf die Schulter tippte, wurde ich hellhörig. Er sah aus wie ein ganz normaler Mann, den man im Alltag trifft. Ein Fremder, dem man nicht viel Aufmerksamkeit schenken und dem man am nächsten Tag wahrscheinlich vergessen würde. »Wissen Sie, warum Sie hier sind?«, fragte er. Nein, stotterte ich, überwältigt von seiner Gelassenheit. »Du hättest nicht in das Klassenzimmer spähen sollen. Es ist ein Ort, der in unsere Dimension, unser Reich eingedrungen ist. Wir leben in einem Reich über euch, in dem euer Verstand nicht begreifen kann, was ihr seht, weil ihr einfachen Geschöpfe nicht dafür geschaffen seid,« erklärte er und sah mich mitleidig an. »Okay, aber bitte, bitte lasst mich raus,« flehte ich. »Nein, du bist unser Tor,« sagte er, während Armeen von Kreaturen hinter ihm hermarschierten. Sie kamen von jenseits des Horizonts und sahen aus wie etwas, das ich noch nie gesehen hatte. Erinnerst du dich an die vierdimensionalen Formen? So sahen sie aus, unmöglich und nicht zu beschreiben. Ich kann nicht in Worte fassen, wie entsetzlich und seltsam sie waren. Ich konnte mich auf kein einziges Wesen konzentrieren, ohne dass ich eine heftige Migräne bekam und meine Augen glasig wurden, so dass ich nichts mehr erkennen konnte. Sie hatten nicht einmal eine Farbe, nein, sie waren nicht durchsichtig. Es war einfach keine Farbe, die es gab. Ich weiß, dass das keinen Sinn ergibt, denn das tut es wirklich nicht. Unser Verstand ist nicht darauf ausgerichtet, diese Kreaturen zu sehen oder diese Realität überhaupt richtig wahrzunehmen. Es ist, als würden wir elektromagnetische Wellen oder UV-Licht sehen. Wir können es einfach nicht. Ich begann, in das Wasser unter mir zu sinken und in denselben Abgrund, in dem ich mich befunden hatte, als ich diesen Ort betrat. Meine Lungen kämpften und suchten noch einmal nach Luft, aber es gab keine. Nach einem langen Moment löste sich die Dunkelheit um mich herum wieder auf und ich fand mich in demselben Klassenzimmer wieder, dessen Tür unverschlossen war. Ich rannte los, ignorierte den Schmerz in meinem Knöchel, wollte einfach diesem Albtraum entkommen. Aber nichts war richtig. Ich konnte mich durch den Raum bewegen, aber nicht im wörtlichen Sinne. Ich konnte sehen, wie ich mich vorwärts bewegte, aber es war, als würde ich durch ein Videospiel laufen. Alles war zweidimensional und ich hatte nicht das Gefühl, mich wirklich zu bewegen. Ich ging auf den Flur hinaus und hatte Mühe, überhaupt zu gehen, wahrscheinlich, weil mein Verstand weiter zerfiel. Ich hatte das Gefühl, einen Schlaganfall zu erleiden,
Nichts war mehr zu erkennen. Es machte keinen Sinn. Die Welt bestand aus vertrauten Objekten, aber wenn ich mich darauf konzentrierte, erschien sie mir fremd und falsch. Ich konnte nicht mehr herumlaufen und war völlig desorientiert. Ich wachte im örtlichen Krankenhaus auf, umgeben von Krankenschwestern und Ärzten. Offenbar hatte ich einen echten Schlaganfall erlitten, möglicherweise verursacht durch meinen Sturz auf den Boden. Ich versuchte den Ärzten von dem Klassenzimmer, dem seltsamen Strand und dem Abgrund, in den ich gefallen war, zu erzählen. Aber sie ignorierten mich. Sie hörten mir zwar zu, aber behandelten mich wie einen Verrückten, dessen Verstand nicht mehr zu reparieren war. Als mein Freund zu Besuch kam, fragte ich ihn nach dem Klassenzimmer 42. Er erzählte mir, dass die Tür offen stand, als sie mich auf dem Boden fanden. Offenbar hatten die Lehrer die Tür sofort wieder geschlossen, aber irgendetwas stimmte nicht. Die Tür öffnete sich alle 15 Minuten von selbst und aus dem Klassenzimmer strömte kalte Luft, wie aus den Kühltruhen in einem Lebensmittelgeschäft. Ich kann sie jetzt überall sehen. Sie dringen langsam in unser Reich ein und übernehmen uns. Für sie sind wir zweidimensionale, schwache Wesen, die sie auf Kommando manipulieren können. Sie laufen überall herum und durchdringen nach und nach unsere Welt. Ich wette, es gibt tausende von Portalen wie unser Klassenzimmer 42, die nur darauf warten, von einer neugierigen Person aktiviert zu werden. Ihre Realität blutet in unsere ein. Und bald werden sie die Oberhand gewinnen. Ich kann es spüren. Der Mann hat mich gestern wieder besucht. Diesmal in einer anderen Gestalt. Ich war immer noch in der Psychiatrie und schwafelte von Kreaturen überall. Alle hatten Mitleid mit mir. Aber niemand glaubte mir. Keiner sah den Mann, als er direkt neben mein Bett trat und mir ins Ohr sprach. Danke für die Aktivierung des Portals. Vielleicht werden wir dich verschonen. Die Luft war kühl, frisch genug, um eine Jacke zu brauchen, aber nicht kalt genug, um drinnen zu bleiben. Ich wollte rausgehen, an der frischen Luft spazieren gehen, die belebende Natur in mich aufsaugen. Nach der Trennung von meiner Freundin, mit der ich 2 Jahre zusammen war, war ich gelangweilt und einsam, und obwohl ich noch nicht bereit war, mit Menschen zu interagieren, wollte ich doch in ihrer Nähe sein. Ich hatte das Gefühl, dass ich in ihrer Nähe Trost finden könnte. Also zog ich eine ziemlich lockere und etwas antiquierte Jacke an, die ich von meinem abenteuerlustigen Großvater geerbt hatte, und machte mich auf den Weg. Ich ignorierte die Wege, die in die Stadt führen, und wagte mich stattdessen in Richtung Land. Ich wollte den Ebenen, Feldern und der natürlichen Offenheit des Landlebens so nahe wie möglich sein. Es gibt noch viele Häuser und Gehöfte, und ich wusste, dass es ausreichen würde, sie in der Ferne zu sehen oder friedlich an ihnen vorbeizugehen, um meinen kleinen Wunsch nach menschlicher Nähe zu stillen. Der Himmel war durch einen früheren Sturm grau geworden und klärte sich allmählich auf.
Die dicken, langsam ziehenden Wolken verdeckten das Licht der aufkeimenden Sonne, und die daraus resultierende Atmosphäre war teils düster, teils versprach sie einen reichlich beleuchteten Nachmittag. Ich achtete nicht wirklich auf die Entwicklung des Himmels. Mir war es gleich, ob er sich in seiner Düsternis vertiefte oder ganz auflöste. Aus einer scheinbar grundlosen Laune heraus beschloss ich, den Straßenrand zu verlassen und mich auf ein weites Feld zu begeben, zwischen zwei weit voneinander entfernten Grundstücken. Das Gras war noch nass, der Boden darunter weich, aber ich konnte es leicht betreten, ohne dass meine Schuhe in Mitleidenschaft gezogen wurden. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich sehr weit gegangen bin, bevor es passierte. Ich kann nicht weiter als 20 oder 30 Meter gelaufen sein, nicht mehr als eine halbe Meile von der Straße entfernt. Der Himmel verdunkelte sich in einer erschreckend plötzlichen atmosphärischen Veränderung. Die Wolken wurden zu pechschwarzen Schleiern, schwebenden Schatten inmitten einer leeren Weite. Das Licht der Sonne wurde augenblicklich ausgelöscht. Und wenn man mir gesagt hätte, dass der Himmelskörper ausgelöscht oder von seiner Position im Raum entfernt worden war, hätte ich ihm wahrscheinlich geglaubt. Die plötzliche totale Finsternis war so erschütternd, so unerklärlich. Einen erschreckenden Moment lang war ich blind. Mein Augenlicht war einfach nicht mehr vorhanden. Und dann sah ich es. Einen einzigen Blitz, der die Landschaft auf eine tiefe, aber unsagbar beunruhigende Weise erhellte. Ein unheimlicher Funke von fast übernatürlicher Aktivität. Nach einem Augenblick folgte ein weiterer und dann noch einer. Und die Geräusche ihrer explosiven Gewalt erreichten mich. Und schließlich wurde mir klar, dass ich mich mitten in einem Gewitter befand. Wenige Augenblicke später hagelte es kleine zerklüftete Kristallsplitter, die harmlos an meinem Kopf, der mit einer Baseballmütze bedeckt war, und an meinen Schultern abprallten. Einige Kristalle waren größer als andere und damit gefährlicher, aber ich schenkte ihnen keine Beachtung. So sehr war ich von dem Gewitter und der Unbeständigkeit des kommenden Chaos gefangen. Atemlos beobachtete ich, wie die Funken plötzlich in die Höhe schossen, als würden sie von einem Motor im Herzen des Gewitters weiter angetrieben, und sah ein schwindelerregendes, erschreckendes Schauspiel der rohen Kraft der Natur. Die Blitze zuckten wie ein Pendel durch den Himmel, pendelten hin und her und näherten sich jedes Mal der Erde auf der Suche nach etwas, mit dem sie in Kontakt treten konnten. Die Luft war elektrisch geladen und roch nach verbrannter Erde und vulkanischen Winden. Ich kann mich jedoch nicht erinnern, jemals gedacht zu haben, du solltest weglaufen. Die Phänomene dort oben waren so verblüffend, so existenziell demütigend, dass ich wie angewurzelt stehen blieb. Plötzlich sah ich ein Aufblühen des Lichts, wie bei einer Sonneneruption, und spürte dann mit meinem ganzen Körper, wie eine gewaltige elektrische Ladung mich durchfuhr. Die Jacke meines Großvaters bewahrte mich vor der völligen Zerstörung durch die Millionen von elektrischen Volt. Hätte ich meine übliche Lederjacke oder etwas anderes, das mich mehr einschränkt, getragen, wäre ich wahrscheinlich bei der Blitzverdampfung meines Körperschweißes in meiner Kleidung lebendig gekocht worden. Der Blitzschlag war immer noch unerträglich stark und ich wurde sofort bewusstlos. Und als ich aufwachte, lag ich einige Meter von der Stelle entfernt, an der ich gestanden hatte. Auf meinem Oberkörper war ein merkwürdiges Muster aus brennendem Material zu sehen, als hätte sich der Blitz bei der Berührung um mich gewickelt, wie eine Spule aus geschmolzenen Ketten. Der Mantel meines Großvaters war ruiniert und meine Schuhe rauchten merkwürdigerweise auch. Als ich sie auszog, sah ich, dass die Sohlen schwarz waren, unwiederbringlich verkohlt. Als ich unter meiner schwelenden Kleidung tastete, stellte ich fest, dass sich meine Haut
ungewöhnlich heiß anfühlte, aber nicht schwer beschädigt war. Am meisten beunruhigte mich, dass ich auf meinem linken Ohr nichts mehr hören konnte. Über mir, verdeckt von der stürmischen Dunkelheit, hallte der Donner inmitten der dichten Wolken, und ich bemerkte, dass ich sein Wüten nur auf dem rechten Ohr hören konnte. Die partielle Taubheit ging auch mit der Unfähigkeit einher, sich lange auf einen Punkt zu konzentrieren, als ob das Sehen etwas wäre, das man durch Anstrengung erreichen müsste und nicht von Natur aus gegeben war. Die offensichtlichen neurologischen Schäden versetzten mich in Panik und ich versuchte aufzustehen. Aber ich konnte meine Beine weder spüren noch bewegen. Entkräftet, verängstigt und mit immer größer werdender Panik versuchte ich zu überlegen, was ich tun konnte. Ich wusste, dass es völlig sinnlos war zu schreien, denn die beiden nächstgelegenen Häuser waren meilenweit entfernt und die Straße war den ganzen Morgen nicht befahren worden. Außerdem spürte ich mit einer abergläubischen Ahnung, dass der Himmel irgendwie empfindungsfähig war und mir seine Wut erneut entgegenschleudern würde, wenn ich den Beweis erbrachte, dass ich seine erste Salve überlebt hatte. Also schwieg ich und saß hilflos da, während das Firmament schwarz über mir kochte. Ich glaube, ich war kurz davor, ohnmächtig zu werden, als sie auftauchte. Eingehüllt in dieses kosmische Licht, das in seiner Ausstrahlung irgendwie tröstlich und erschreckend zugleich war. Sie war groß, unmenschlich groß, und ich erinnere mich, dass ich sogar noch tiefer auf den Boden sank und fast auf dem Rücken liegen blieb, als ich die Unermesslichkeit ihrer Statur richtig erkannte. Mit einer Größe von vielleicht 4 Metern ragte sie gewaltig über mich hinaus, und ich danke diesem höllischen Blitzschlag, dass er mein Sehvermögen behindert hat. Denn ich bin sicher, dass ich den Verstand verloren hätte, wenn ich bestimmte andere, nur angedeutete Aspekte ihrer Gesamterscheinung hätte sehen können. Scheinbar nackt, mit makellos durchtrainierten Muskeln, die straff in elfenbeinfarbenes Fleisch gehüllt waren, kniete sie sich über mich und umschloss mich mit ihren kräftigen Armen. Mühelos hob sie mich vom Boden auf und drückte mich an ihren Busen, wie ein Kuscheltier in der Umarmung eines Kindes oder ein Kind in der Umarmung einer Mutter. So gewiegt wurde ich eine Weile über das Feld getragen, während der Himmel seinen uralten Zorn äußerte und ich andere Gestalten, andere Riesen um uns herum sah. Auch sie waren verschleiert, eingehüllt oder anderweitig von einem überirdischen Licht gepanzert, und ihre Haut war ähnlich blass und wunderschön makellos. Sie schenkten uns keine Beachtung und gingen mit einer langsamen, tänzerischen Anmut ihrer Arbeit nach, als wären sie von einem gemeinsamen Traum verzaubert. Es kam mir nicht in den Sinn zu versuchen, mit meiner Retterin zu kommunizieren. Der Blitzeinschlag hatte mich so erschüttert und die anschließende Errettung hatte mich so verzaubert, dass mein Verstand zu nichts anderem fähig war, als die Erscheinungen schweigend zu beobachten und zu bestaunen. Als wir unser Ziel erreicht hatten, setzte ich mich wieder auf das feuchte Gras und sah, jenseits der schimmernden Gestalt der riesigen Frau, einen etwas weniger bedrohlichen Himmel. Die Wolken waren immer noch aufgebläht und dunkel, aber es war keine elektrische Aktivität zu sehen. Der Donner war nur in der Ferne zu hören. Der Hagel fiel selten und unschuldig. Meine Retterin lächelte und mein Körper wurde von einer wohltuenden Wärme erfüllt. Auch wenn mein Herz beim Anblick ihres mehr als monströsen Mauls
und der 6 schaurig glänzenden Augen darüber von Furcht ergriffen wurde. Es war das Gesicht von etwas, das nie ein Mensch gewesen war und das die menschliche Natur und unsere Fähigkeit zur Angst nie wirklich verstehen würde. Ein Wesen von ganz anderer Gestalt. Selbst ihr Haar, das ihr golden über die nackten Schultern fiel, schien meinem menschlichen Empfinden irgendwie unangenehm fremd zu sein. Die Rückkehr des Gefühls in meine Beine, der Klang in meinem Ohr und die Beruhigung meines Sehvermögens lenkten mich davon ab, in ihrer Erscheinung möglicherweise eine Inspiration des Grauens zu entdecken. Ich blinzelte, zappelte mit den Zehen in meinen halb verbrannten Socken, drehte mein linkes Ohr in Richtung der dröhnenden Kanonenschüsse des Donners hinter mir und wurde von einer unbeschreiblichen Freude erfüllt. Als meine riesige Wärterin mich wiederhergestellt sah, richtete sie ihre Aufmerksamkeit auf den Himmel und auch meine wurde durch ein großes Getöse dorthin gelenkt. Dieses Geräusch war nicht der erschütternde, dunkel widerhallende Klang atmosphärischer Gewalt, sondern ein Heulen bestialischen Lebens. Es steckte eine Empfindung dahinter, wenn auch eine wilde. Eine Ansammlung von Wolken über mir wurde plötzlich erhellt, und ich sah in ihrer Mitte eine schattenhafte Gestalt, drachenähnlich und massiv, mit breiten, schwarzen Flügeln und einem segmentierten Schwanz von der Länge seines Körpers und dann, wie ein sich schnell drehender Suchscheinwerfer, wurde der Bereich der Beleuchtung von dem großen Ungeheuer übertragen und kam nach unten und ich erkannte mit einer herzzerreißenden Gewissheit, dass das Licht nicht etwas war, das aus dem Sturm geboren wurde, sondern gerade von dem Drachen landwärts geschleudert worden war. Und tatsächlich schoss der glühende Speer weiß schimmernd aus dem Himmel, und ich schrie auf wie ein Tier in der Falle eines Jägers. Doch ohne zu zögern oder irgendeinen Anflug von Furcht, griff meine stoische Hüterin nach dem Bolzen, nahm ihn in die Hand und formte ihn mit ihrer scheinbar überirdischen Macht neu, indem sie ihm dieselbe geisterhafte Färbung und himmlische Natur verlieh wie ihrem eigenen Lichtmantel. Dann schleuderte sie den Bolzen auf den geflügelten Unhold zurück, wobei sie nur wenig Zeit darauf verwendete, seine Flugbahn zu beobachten. Der leuchtend goldene Speer verbrachte vielleicht eine halbe Sekunde in der Luft, bevor er den wolkenumhüllten Drachen traf, und ich sah ehrfürchtig zu, wie er aus seinem Wolkengehege herabstürzte. Und wie um eine unheilvolle Folge des Kontakts mit dem Land zu verhindern, flogen weitere Bolzen, hunderte von ihnen, in den Himmel, geworfen von den anderen Riesen, an denen wir unauffällig vorbeigegangen waren. Sie alle trafen das beflügelte Biest mit himmelsschreiender Gleichzeitigkeit. Und das Ding explodierte vollständig und wurde zu einem Dunst aus blinkenden Partikeln. Sein Zerfall hatte eine wundersame Wirkung auf den Himmel, als ob das Herz dieses üblen Sturms zerstört worden wäre. Wurde der übernatürlich verdunkelte Himmel von seiner Finsternis befreit. Das Verschwinden des Sturms war so plötzlich wie sein Aufkommen. Als die Sonnenstrahlen wieder auf die Erde schienen, wandte sich meine Beschützerin erneut an mich und schenkte mir eines ihrer bizarren, entsetzlich fremden Lächeln. Um nicht unhöflich zu sein, erwiderte ich dieses Lächeln, richtete meinen Blick aber schnell auf den nun schönen Himmel, damit sich ihr Bild nicht gründlich und unwiderruflich in mein Gedächtnis einprägte. Und ohne je ein Wort gesprochen zu haben, verschwand die Frau, dieses titanische, kryptische Engelswesen, in einem Lichtschimmer und ließ mich allein auf dem Feld zurück. Fast eine Stunde lang saß ich dort
und bewunderte die bukolische Schönheit des sonnenbeschienenen Landes. Dann verließ ich es und kehrte in mein Haus zurück. Ich habe den verbrannten Mantel meines Großvaters in eine Truhe mit anderen wertvollen Dingen gelegt, als ständige Erinnerung an dieses bedeutsame, erschreckende und von der Vorsehung geschenkte Erlebnis. In dem Wissen, dass die Verbrennungen an meinem Körper mit der Zeit heilen würden. In den letzten 3 Tagen gab es eine Tornado-Warnung. Ich glaube nicht, dass das da draußen ein Tornado ist. Ich lebe im Mittleren Westen. Ich werde nicht sagen, wo, das ist irrelevant. Aber ich lebe in einem Gebiet, das anfällig für Wetterwarnungen ist, insbesondere für Tornados. Meistens gibt es sie zwischen April und Juni, aber auch später im Jahr ist nicht ungewöhnlich. Ungewöhnlich ist jedoch, dass sie 3 Tage lang andauern. Es begann vor 3 Tagen. Ich war gerade von einem weiteren langweiligen Arbeitstag nach Hause gekommen und hatte mich mit einem Bier und meinem Hund Sam, einem kleinen Rettungshund, dessen genaue Rasse ich nicht kenne, auf die Couch gesetzt. Ich hatte vor, mich ein wenig zu betrinken und zu einem beschissenen Spätfernsehprogramm einzuschlafen, meine übliche Wochentagsroutine, als ich aus heiterem Himmel von Fernseher und Telefon durch diese Tornado-Warnung unterbrochen wurde. Als ich nach draußen schaute, konnte ich sehen, dass es ein wenig stürmte, aber es sah definitiv nicht nach Tornadowetter aus. Seufzend erhob ich mich von der Couch und ging mit meinem Hund und dem Abendessen in den Keller unter dem Haus. Erst nachdem ich die Tür geschlossen hatte, merkte ich, dass ich mein Bier vergessen hatte. Mein Keller ist genauso glamourös wie mein Haus. Ich bin mir sicher, du kannst dir vorstellen, was das bedeutet. Als ich die Treppe hinunterging, bahnte sich meine Hand einen Weg über die Wand, bevor ich den Lichtschalter fand. Ich wusste, dass der Strom nicht mehr lange reichen würde, also begann ich den Generator warmlaufen zu lassen. Danach vergewisserte ich mich noch einmal, dass ich etwas zu essen und zu trinken hatte, bevor ich mich in meinen alten Stuhl setzte und mein Funkgerät einschaltete. Ich schätzte, dass ich mindestens eine halbe Stunde lang ein Funksignal erhalten würde, bevor es verzerrt und schließlich vom Sturm weggespült wurde. Während ich anfing, mein Abendessen zu verzehren, spuckte mein Funkgerät Folgendes aus. Unwetterwarnung für Sumner County, Kansas. Den Bewohnern wird geraten, im Haus oder in einem Sturmkeller zu bleiben und alle Fenster zu schließen. Darüber hinaus wird empfohlen, alle Türen zu verschließen, Kellereingänge zu verbarrikadieren und bis zu einer offiziellen Meldung auf keinen Hilferuf oder eine Bitte um Zutritt zu reagieren. Passen Sie auf sich auf. Viel Glück. Warte, was? Sagte ich, richtete mich auf und verschluckte mich fast an meinem Essen. Schnell beugte ich mich vor und drehte das Funkgerät lauter, in der Hoffnung, die Warnung ein zweites Mal zu hören. Darüber hinaus wird empfohlen, alle Türen zu verschließen, Kellereingänge zu verbarrikadieren und bis zu einer offiziellen Meldung auf keinen Hilferuf oder eine Bitte um Zutritt zu reagieren. Passen Sie auf sich auf. Das Funkgerät gab den Geist auf, gerade als der Regen auf das Dach des Obergeschosses prasselte. Egal, ich hatte richtig gehört, ganz sicher. Alle Türen verriegeln, Kellereingänge verbarrikadieren und auf keinen Hilferuf oder Bitte um Zutritt reagieren, bis eine offizielle Meldung kommt. Die Nachricht spulte erneut in meinem Kopf ab. Versteh mich nicht falsch, das ist nicht mein erstes Mal, dass ich es mit Tornados und Stürmen zu tun hatte. Ich habe schon unzählige Stunden damit verbracht, mich hier unten zu verkriechen, während Regen, Blitze, Tornados und Hagel über mir die Landschaft verwüsteten. Aber noch nie in meinem Leben wurde mir gesagt, ich solle meine Türen verriegeln oder nicht auf Hilferufe oder die Bitte um Zutritt reagieren. Das war seltsam. Zunächst dachte ich, dass es möglicherweise Plünderer gibt, die in die Häuser der sich versteckenden Menschen eindringen und sie ausrauben würden. Das ist schon mal passiert, aber nie während eines Sturms und nie in einem solchen Ausmaß, dass der Bezirk vor ihnen warnen würde. Außerdem versuchen Plünderer nicht, die Hausbesitzer auf ihre Anwesenheit aufmerksam zu machen. Jedenfalls versuchte ich nicht daran zu denken und schlief schließlich viel früher ein, als ich es sonst getan hätte, wahrscheinlich aus Langeweile.
Wenn man nichts anderes zu tun hat, als dem prasselnden Regen über einem zuzuhören, ist es ziemlich schwer, wach zu bleiben. Ich wurde gegen 3 Uhr nachts von Sam geweckt, die vor der Kellertür bellte und knurrte. Das war schon seltsam. Bei Gewitter hat sie nie gebellt, nur bei Leuten an der Tür oder bei anderen Hunden. Ich ging die Treppe hinauf und lehnte meine Ohren an die Kellertür. Alles, was ich hören konnte, war der heftige Regen und gelegentlich etwas Donner. Es war seltsam. Der Tornado hätte schon längst vorbeigezogen sein müssen. Aber wir hatten immer noch keine offizielle Meldung bekommen. Es ist ja nicht so, dass ich es verschlafen hätte. Ich habe einen leichten Schlaf und das Funkgerät auf höchste Lautstärke gestellt. Gerade als ich mich wieder auf meinen Stuhl setzen wollte, hörte ich es. Das Knarren der sich öffnenden Haustür. Scheiße, dachte ich bei mir. Ich hatte vergessen, sie abzuschließen. Sam begann lauter zu bellen, trotz meiner Versuche, sie zu beruhigen. Einen Moment lang war es still im Haus. Ich nutzte die Zeit, um ein Holzbrett zwischen die Türgriffe zu klemmen, sodass die Tür von außen beinahe unmöglich zu öffnen war. Doch dann hörte ich es. Schritte. Sie waren unterschwellig, aber definitiv da. Ich folgte ihnen mit meinen Ohren. Es war schwer zu sagen, wo sie waren, aber ich hörte sie auf jeden Fall in meinem Wohnzimmer, auf dem Teppich und dann die Treppe hinauf und in meinem Schlafzimmer. Meine Augen huschten durch den Raum, während Panik in mir aufstieg. Es fühlte sich an, als hätte ich ein Loch im Magen. Mir war übel vor Angst. Ich hatte mein Gewehr oben gelassen und hier unten war das Einzige, was man als eine Art Waffe bezeichnen konnte, das paar Zentimeter lange Steakmesser, das ich zuvor mit runtergenommen hatte. Ich schaltete das Kellerlicht aus, das ich dummerweise angelassen hatte, und schielte zwischen den beiden Kellertüren hindurch, die in mein Haus führten. Sam hatte sich beruhigt, aber sie knurrte immer noch. Ich sah mich in dem begrenzten Sichtfeld um, das mir zur Verfügung stand. Ich konnte meine Couch, die Treppe und die geschlossene Tür zu meinem Badezimmer sehen, also nicht allzu viel. Dann stellte ich fest, dass es keine Schritte mehr gab. War es das, wovor das Funkgerät gewarnt hatte? Ich dachte über alle Szenarien nach, die mir in den Sinn kamen. Plünderer, jemand, der Schutz sucht, vielleicht ein wildes Tier. Nichts davon ergab einen Sinn. Dann klopfte es. Zuerst war ich mir nicht sicher, ob ich es richtig gehört hatte. Aber es ging schnell von einem leisen Klopfen in ein hämmerndes Crescendo über. Es hörte sich an, als ob Tausende von Fäusten gegen meine Kellertür trommelten. Wer oder was auch immer da hämmerte. Ich wusste, dass ich es nicht hereinlassen durfte. Das war es, wovor das Funkgerät gewarnt hatte. Instinktiv sprang ich zurück und wäre beinahe rückwärts die Kellertreppe runtergefallen. Überraschenderweise fing ich mich und brüllte: Hey! Verschwinde aus meinem Haus! Ich bin bewaffnet! Ich glaube nicht, dass ich allzu überzeugend rüberkam. Wahrscheinlich wegen des leichten Zitterns in meiner Stimme. Das Klopfen an meiner Tür hörte auf. Habe ich es verscheucht? Dachte ich bei mir. Ein paar Minuten lang war es still. Aber die unangenehme Stille wurde durchbrochen, als es sprach. Hey, Mann! Du musst mich reinlassen. Hier draußen ist es wirklich gefährlich. Ich weiß nicht, wie lange ich durchhalten kann. Unmöglich. Es war die Stimme meines Bruders. Ich hatte ihn seit Jahren nicht mehr gesehen, nicht seit er an die Westküste gezogen war. Es war geradezu unmöglich, dass er hier war. Verdammt, er wusste noch nicht mal, wo ich wohne. Ich war zu 100% sicher, dass das, was da sprach, nicht mein Bruder war, sondern etwas anderes. Und trotzdem antwortete ich. Mark? Ja, es ist eine Weile her. Lass mich rein, Mann. Ich muss dich sehen. Am Ende des Satzes wurde seine Stimme leiser. Sie war tiefer und fast kratzig. Ganz und gar nicht die Stimme meines Bruders. Ich wusste, dass ich nicht antworten konnte. Er sprach wieder. Hör zu, Alec. Um Himmels Willen, lass mich rein. Hier draußen ist es gefährlich. Der Sturm ist stark.
Ich gönnte ihm nicht die Genugtuung einer Antwort. Das schien es nur noch wütender zu machen. Lass mich rein! Es schrie aus Frustration. Sein Schrei war ekelerregend. Ein hoher Heulton, der die Luft erfüllte und mich zum Kotzen brachte. Danach fing es wieder an, die Tür zu malträtieren. Dann war es ein paar Stunden ruhig. Der Sturm tobte weiter, scheinbar ohne einen Tornado. Ich schreckte jedoch auf, als mein Funkgerät zum Leben erwachte. Unwetterwarnung aufgehoben. Den Bewohnern wird geraten, ihre Keller zu verlassen und ihre Häuser zu sichern. Das ist fürs Erste alles. Ich stieß einen Seufzer der Erleichterung aus. Doch meine Erleichterung war nur von kurzer Dauer. Die Sendung schien zu Ende zu sein. Normalerweise gibt es am Ende eines Sturms einen Schadensbericht und Hinweise zu Örtlichkeiten, an denen man Hilfe und vielleicht sogar ein Bett für die Nacht bekommt. Zudem konnte ich immer noch den Regen und das Donnern über mir hören. Es gab keine Möglichkeit, ein Signal zu empfangen. Das Ding muss irgendwie mein Funksignal gekapert haben. Obwohl ich keine Antwort auf die Durchsage gab, tönte mein Funkgerät weiterhin, ich könne gehen. Alle paar Minuten wiederholte sich derselbe Satz in perfekter Tonqualität. Ich hätte am liebsten den Stecker gezogen, wenn ich nicht Angst gehabt hätte, das eigentliche Signal zur Entwarnung zu verpassen. Seitdem ist es ziemlich ruhig geworden. 3 Tage sind vergangen, ohne dass der Sturm oder mein verdammtes Funkgerät aufgehört hätte. Dieses Ding, was auch immer es ist immer noch da draußen und klopft gelegentlich an meine Tür, um mich daran zu erinnern. Ich bin mit meinem Latein am Ende. Wenn Sam nicht gewesen wäre, wäre ich jetzt wohl schon verrückt geworden. Das war's für den Moment. Ich gebe ein Update, sobald ich kann. Bis dahin, wünscht mir Glück. Es ist jetzt der Vorabend des 4. Tages. Und es hört sich nicht so an, als würde der Sturm nachlassen. Ich habe mir meinen letzten Beitrag durchgelesen. Viele von euch haben mir wirklich gute Ratschläge gegeben, die ich dann auch in die Tat umgesetzt habe. Ich habe es geschafft, in den letzten Tagen ein klein wenig zu schlafen. Es ist schwer. Dieses Ding in meinem Haus hämmert gelegentlich an die Tür und fordert mich auf, sie zu öffnen. Und mein verdammtes Funkgerät sendet immer wieder dieselbe Nachricht. Wenn ich nicht geschlafen habe, habe ich im hinteren Teil des Kellers gegraben. Als ich das Haus gekauft habe, erzählte mir der Vorbesitzer, dass es eine Kellertür gab, die nach draußen führte. Aber sie war unter einem Haufen Schutt begraben, nachdem die Wände auf beiden Seiten des Kellers eingestürzt waren. Das war seltsam, aber ich glaube, das könnte meine einzige Hoffnung sein. In meinem letzten Beitrag empfahl mir ein User, ich solle versuchen, meine Nachbarn anzurufen. Ich habe hier unten ein Festnetztelefon, also habe ich versucht, sie anzurufen. Auf die ersten paar Anrufe erhielt ich keine Antwort. Ich nahm an, dass sie entweder evakuiert worden waren oder sich das Telefon oben in ihrem Haus befand. Ich wollte schon aufgeben, als das verdammte Ding vor meiner Tür wieder anfing zu sprechen. Du wirst nicht zu ihnen durchkommen. Ich kann helfen. Lass mich rein. Ich werde dir helfen. Ich habe Essen und Wasser, weißt du? Essen und Wasser waren Gott sei Dank kein Thema. Ich hatte sogar ein paar Säcke mit Hundefutter für Sam dabei, damit sie nicht hungern musste. Sam schien die Situation sogar zu genießen, wenn sie nicht gerade das Ding vor der Tür anbellte. Außerdem hat jemand in meinem letzten Beitrag erwähnt, dass ich den Hund zur Ablenkung benutzen könne, während ich mich aus dem Staub mache. Der Gedanke ist zwar durchaus berechtigt, aber ich fürchte, das könnte ich Sam nicht antun. Sie ist mit mir durch dick und dünn gegangen. Auch wenn mein Keller etwas heruntergekommen ist, habe ich ihn doch ständig mit Vorräten für genau diese Situationen gefüllt. Nun, vielleicht nicht genau für diese Situation, aber für eine, in der ich ein paar Tage hier unten bleiben muss. Jedenfalls habe ich ein letztes Mal versucht, meine Nachbarn anzurufen. Diesmal gingen sie Gott sei Dank tatsächlich ran. Hallo? Mr. Robinson? Ich versuchte am Telefon nicht zu zittrig zu klingen. Ja? Brauchst du Hilfe, Alec? Ich hielt inne. Ich konnte ihnen nicht sagen, was vor meiner Tür war. Sie würden mir nicht glauben und wahrscheinlich sagen, dass ich mich verpissen soll. Oder Mr. Robinson würde vorbeikommen und möglicherweise sein Leben riskieren, wenn er mit diesem Ding in Kontakt käme. Ja, ich stecke ein bisschen in der Klemme.
Mir geht das Essen und das Wasser aus und meine Generatoren sind kaputt. Wäre es in Ordnung, wenn ich bei euch bleibe, bis der Sturm vorbei ist? Ja, ich denke, das wäre in Ordnung. Wir haben noch jede Menge Vorräte, also komm vorbei. Klopf einfach an die Tür auf der Rückseite des Hauses und wir lassen dich rein. Alles klar, danke. Wir sehen uns dann. Ich legte auf und betete zu Gott, dass ich gerade mit Mr. Robinson gesprochen hatte und nicht mit dem, was auch immer da draußen sein mochte. Ich hatte das Gefühl, dass es sicher war, dorthin zu gehen. Denn wenn ich mit dem Ding gesprochen hätte, wäre es wohl viel mehr darauf erpicht gewesen, mich davon überzeugen zu gehen. Es hatte zwar eine unglaubliche Fähigkeit, seine Stimme zu verstellen, aber es fehlte ihm an Subtilität. In der Zeit zwischen den Beiträgen habe ich auch einige Nachforschungen darüber angestellt, was es ist. Ein Kommentator zu meinem letzten Beitrag meinte, es könnte ein Wendigo gewesen sein. Um ehrlich zu sein, habe ich außer in ein paar Horrorgeschichten noch nie von diesem Ding gehört. Auf der Wikipedia-Seite steht, dass es sich um eine menschenfressende Kreatur handelt, die einige menschliche Züge hat, aber auch, dass sie in den Waldgebieten der Ostküste und den großen Seen zu Hause ist. Ich weiß also nicht, ob sie bis nach Kansas kommen würde. Ich weiß zwar nicht genau, was es ist, aber ich weiß, dass ich unter keinen Umständen mit ihm in Kontakt kommen möchte. Bevor ich in den Garten meines Nachbarn flüchtete, musste ich mir überlegen, wie ich das Ding ablenken konnte. Zum Glück wusste ich, dass es sich immer noch direkt über mir befand, da es ständig an meine Tür hämmerte. Als ich durch den Spalt zwischen den beiden Türen schaute, konnte ich trotz des ständigen Klopfens immer noch nichts sehen. Um ehrlich zu sein, bin ich irgendwie dankbar dafür. Ich glaube, ich hätte einen Herzinfarkt bekommen, wenn ich rausgeschaut hätte und einen mich anstarrenden Augapfel gesehen hätte oder sowas in der Art. Immerhin wusste ich, wo es war. Das war die Hauptsache. Den Rest des vierten Tages benutzte ich eine kleine Sandschaufel, um den hinteren Teil des Kellers auszugraben. Obwohl draußen stürmisches Wetter herrschte, brachte mich das Graben in der Hitze von Kansas ins Schwitzen und machte mich durstig. Die Arbeit war hart, vor allem mit meiner kärglichen Ausrüstung. Das meiste, was ich ausgrub, war Dreck, aber es gab auch Trümmerteile, von denen ich annahm, dass es sich um Teile der eingestürzten Wände handelte. Trotz des Schlamms von der undichten Decke und meiner inzwischen arg ledierten Schaufel gelang es mir schließlich, die Rückseite des Kellers auszugraben. Jetzt musste ich nur noch einen Weg finden, die Kreatur abzulenken und mit Sam in den Keller meines Nachbarn flüchten. Ich verbrachte die nächste halbe Stunde damit, mich vorzubereiten und die Materialien für meinen Plan zu sammeln. Dann gab ich Sam etwas zu essen und kochte mir in 59 Sekunden ein paar Ein-Minuten-Nudeln. Ich hatte es eilig, hier rauszukommen. Mein Plan? So leise wie möglich ersetzte ich das Brett zwischen den Kellertüren durch ein altes Stück Holz, das ich ausgegraben hatte und das in der Mitte morsch war. Ich befestigte ein Stück Seil daran und knüpfte eine Schlaufe um die marodeste Stelle. Dann bepackte ich meinen Rucksack mit Lebensmitteln, Wasser und Batterien. Außerdem steckte ich Sam hinein, die zum Glück recht klein war. Mit dem Seil in der einen und dem Messer in der anderen Hand machte ich mich auf den Weg zur jüngst freigeschaufelten Außentür und bereitete mich darauf vor, die Flucht zu ergreifen. »Also gut, komm rein!« schrie ich aus vollem Hals, bevor ich die Kellertür aufschwang und ohne mich umzudrehen losrannte. Ich sprintete über das trockene Gras meines Gartens und sprang über die schlecht gepflegte Hecke zu meinen Nachbarn, klopfte an ihre Kellertür und schrie, sie sollen mich reinlassen. Mrs. Robinson öffnete die Tür und ließ mich eintreten. »Komm rein, komm rein! Du bist ja klatschnass!« Ich sprang in den Keller und war schockiert, als ich feststellte, dass es kein Licht gab. Drinnen war es fast stockdunkel. »Oh, Alec, da bist du ja endlich«, sagte Mr. Robinson, der sich immer über Besuch freute. »Tut mir leid, dass es etwas dunkel ist. Unser Generator ist vor etwa einer Stunde ausgefallen.« »Das ist in Ordnung, wirklich. Besser als kein Essen mehr zu haben«, erwiderte ich, einfach froh, von diesem Ding weg zu sein. »Ja, das glaube ich. Wie auch immer, wann hast du deinen Bruder Mark das letzte Mal gesehen?« »Was meinst du?« »Oh, er ist vor einem Moment reingekommen. Er hat sich gefragt, wo du bist.
Ich begann zu schwitzen. Mein Adrenalinspiegel stieg nach einer kurzen Phase der Erholung schlagartig wieder an. Ist er hier? Hast du jemals vom Skinwalker gehört? Ich habe es bisher vermieden, diese Geschichte zu erzählen, weil ich glauben wollte, dass es nicht real war, dass es nur ein Traum war. Aber ich habe von so vielen ähnlichen Begegnungen gelesen, dass ich das Gefühl habe, ich sollte es vielleicht jemandem erzählen. Vielleicht war es wirklich so. Und so etwas gibt es da draußen wirklich. Ich wünschte, ich hätte damals gewusst, dass so etwas möglich ist. Die Geschichte beginnt im Haus meiner Tante. Zu dieser Zeit ließen sich meine Mutter und mein Vater scheiden. Ich war etwa 11 Jahre alt und meine jüngere Schwester war erst 6. Die Einzelheiten der Scheidung sind nicht wirklich wichtig, aber wir wohnten mit meiner Mutter im Haus meiner Tante, bis sie eine Wohnung gefunden hatte, die sie sich leisten konnte. Meine Schwester und ich waren noch zu jung, um das alles zu verstehen. Und so war es fast wie ein Urlaub. Es half, dass meine Tante ein wirklich cooles Haus hatte. Es war groß und für ein paar Kinder erschien es sogar noch größer. Ich kenne den Hausjargon nicht wirklich, aber es war sehr modern, mit 2 langen Hauptflügeln. Auf der einen Seite befanden sich die Schlafzimmer und eine kleine Bibliothek, auf der anderen die Küche. Die Küche hatte riesige Fenster, die die ganze Wand einnehmen, so wie sie in vielen modernen Häusern zu finden sind. In dieser Fensterwand befand sich eine Glasschiebetür, aber meine Schwester und ich benutzten sie nur selten, weil sie groß und schwer war und wir sie nur schwer öffnen konnten. Eine andere Sache an diesen Fenstern war, dass sie zum Wald hin zeigten. Das Haus meiner Tante lag am Rande eines großen Waldgebiets und war von Bäumen umgeben. Die Bäume endeten nur ein paar Meter von der Stelle entfernt, an der sich die Glasschiebetür befand. Das war natürlich einer der Vorteile ihres Hauses. In der Nähe des Waldes zu wohnen, war friedlich. Zumindest sagte meine Tante das immer. Meine Tante hatte eine kleine Sitzecke an den Fenstern, von der aus sie die Natur beobachten konnte. Sie erzählte uns, dass sie oft kleine Herden von Rehen vorbeiziehen sah und dass sie sogar einmal einen Berglöwen gesehen hatte. Wie dem auch sei, es war ein großes Haus mit großen Fenstern und es lag in der Nähe des Waldes. Die meiste Zeit, in der wir dort wohnten, hatten wir keine Probleme. Meine Schwester und ich spielten sogar im Wald, wobei wir immer in Sichtweite des Hauses blieben, und meine Mutter saß oft in der Sitzecke am Fenster und behielt uns im Auge. Wir spielten Verstecken oder Fangen oder versuchten, auf die Bäume zu klettern. Nachts wurde alles anders. Ich hasste diese Fenster bei Nacht. Wenn ich den langen Flur zum Südflügel des Hauses hinunterging, um ein Glas Wasser aus der Küche zu holen oder so, sah ich immer, wie sich die Bäume bewegten, unnatürlich schwankten. Nicht wie bei einem Windstoß, der von oben kommt und sich nach unten arbeitet, sondern als ob etwas von unten gegen sie drückt und der Baum dadurch wackelt. Das hat mich erschreckt. Aber ich war erst 11, also war es nicht so schlimm. Normalerweise beeilte ich mich, holte mein Wasser und rannte zurück in mein Zimmer. Ich hasste es so sehr, dass ich irgendwann anfing, vor dem Schlafengehen Wasser zu holen. Ich wollte diesen gruseligen Scheiß nicht noch einmal riskieren. Später hatte ich jedoch keine andere Wahl mehr. Eines Nachts träumte ich, dass meine Mutter mich rief. Ihre Stimme kam aus der Küche. Sie bat mich bei etwas um Hilfe. Ich stand aus dem Bett auf und machte mich auf den Weg dorthin, von wo aus sie mich rief. Mein Gehirn war vom Schlaf benebelt. Ihre Stimme war leise, aber sie drang zu mir durch, als ich ging, warm und vertraut. Je näher ich jedoch kam,
desto seltsamer klang sie. Leicht verzerrt und tiefer. Es war wie eine Mischung aus der Stimme meiner Mutter und einem animalischen Schrei, der immer lauter wurde, bis ich wachgerüttelt wurde, kurz bevor ich durch die Küchentür trat. Schnell sah ich mich verwirrt um. Meine Mutter war nicht da und das ganze Haus war dunkel. Da war nichts außer dem Mondlicht, das gerade so viel vom Raum beleuchtete, dass ich wusste, dass er leer war. Ich schob es auf einen schlafwandlerischen Traum, obwohl ich noch nie einen gehabt hatte. Also drehte ich mich um und ging zurück in mein Zimmer. Es vergingen ein paar Nächte, bis es wieder passierte. Diesmal war es mein Vater, der mich rief. Bitte, rief er. Ich muss mit dir reden. Komm her. Wie beim letzten Mal erhob ich mich wie in Trance aus meinem Bett. Halb bewusst, halb unbewusst, was ich da tat. Mit jedem Schritt kam ich der Küche näher, von wo aus ich meinen Vater hörte, dessen Stimme immer rauer und gebrochener wurde, je weiter ich ging. Ich trat in die Küche und glaubte, ihn dort zu sehen, wie er an der Kücheninsel stand und vom Mondlicht angestrahlt wurde. Als er sich umdrehte und mich ansah, wachte ich auf und stellte fest, dass er gar nicht da war. Es dauerte wieder ein paar Tage, aber in der dritten Nacht hörte ich meine kleine Schwester. Sie weinte und flehte. Sie sagte mir, sie habe sich verletzt und brauche meine Hilfe. Ich stand auf und eilte in die Küche, ganz der große Bruder. Diesmal bemerkte ich kaum, wie sich ihre Stimme veränderte und zu einem verzerrten Keuchen wurde, als ich näher kam. Ich trat in die Küche und sah sie. Sie kniete weinend auf dem Boden, neben den Fenstern. Ich wollte zu ihr hinübergehen, hielt aber inne, als ich etwas bemerkte. Sie kniete hinter der Glasscheibe. Sie war draußen. Ihre Schreie wurden zu einem Lachen und ich schreckte auf. Aber ich sah immer noch eine Gestalt, die vor dem Fenster kniete. Nur war sie größer und dunkler und unförmig. Ich schrie vor Angst und die Gestalt bewegte sich, schneller als alles, was ich bisher gesehen hatte, und verschwand im Wald. Meine Mutter kam aus ihrem Zimmer gerannt, schaltete das Licht an und tröstete mich. Ich hatte ihr nur beiläufig von dem Schlafwandeln erzählt, also schob sie es darauf, dass ich noch schlief, als ich das Monster sah. Sie brachte mich zurück in mein Zimmer und ließ mich ein Schlafmittel nehmen, damit ich wieder einschlafen konnte. Danach schien alles in Ordnung zu sein. Eine Woche verging und dann zwei. Meine Mutter fand eine schöne Wohnung, in der sie uns einziehen lassen wollte. Meine Schwester und ich waren traurig wegzugehen, aber insgeheim war ich erleichtert. Seitdem es passiert war, war ich jede Nacht unruhig und fragte mich, ob es wieder nach mir rufen würde. Aber bis zu dem Abend, an dem wir abreisen sollten, war alles ruhig. Ich war gerade dabei einzuschlafen, als ich ein Schlurfen neben meiner Tür hörte. Ich erstarrte, denn ich war mir sicher, dass das Monster zurückgekommen war, um mich zu holen, dass es irgendwie ins Haus gelangt war und im Begriff war, meine Tür zu öffnen. Aber das Geräusch bewegte sich einfach an mir vorbei und den Flur entlang in Richtung Küche. Ich blieb, wo ich war, und wartete, um sicher zu gehen, dass es kein Trick war. Dann stand ich so leise wie möglich auf und schlich mich zur Tür. Ich zögerte, unsicher, ob ich sie öffnen sollte.
Nach ein paar Sekunden entschied ich mich, zum Zimmer meiner Mutter zu laufen und sie zu wecken. Langsam zog ich die Tür auf und spähte in den Flur, woher die Geräusche kamen. Dort, am Ende des Flurs und in die Küche schlurfend, stand meine kleine Schwester. Ich blinzelte, kniff die Augen zusammen und öffnete sie wieder, um mich zu vergewissern, dass ich nicht schlief. Aber nein, sie war wirklich da und sie verschwand vor meinen Augen in der Küche. Als ich das bemerkte, wurde mir klar, dass ich etwas hören konnte. Eine Art weit entferntes, stöhnendes Wimmern, das aus der Richtung kam, in die sie ging. Angst stieg in mir auf und ich schaute den Flur hinunter zur Tür meiner Mutter, in die entgegengesetzte Richtung, in die meine Schwester ging. Die Angst sagte mir, ich solle zuerst losrennen, sie aufwecken und um Hilfe bitten. Aber mein Instinkt lenkte meine Füße in Richtung Küche, wo meine Schwester aus meinem Blickfeld verschwunden war. Ich trippelte so leise wie möglich den Flur hinunter und spähte durch die Türöffnung, um sie zu suchen. Da war sie. Sie stand direkt vor den Fenstern, die Augen offen, aber glasig. Als ich sie beobachtete, bemerkte ich, dass die Bäume schwankten, so wie früher, aber jetzt viel schneller. Und das Schwanken schien näher zu kommen und sich mit beängstigender Geschwindigkeit auf uns zuzubewegen. Ich hörte, wie Äste abbrachen und die Bäume knarrten, als sie von etwas getroffen wurden. Und das stöhnende Wimmern, das ich schon von Weitem gehört hatte, wurde lauter und hörte sich an wie ein sterbendes Tier. Ein Baum wurde so heftig geschüttelt, dass ein Schwarm Vögel schreiend aus ihm hervor in den Nachthimmel flog. Während dies geschah, griff meine Schwester nach etwas, dem Schloss der Schiebetür. Selbst mit 11 Jahren wusste ich, dass etwas durch den Wald auf uns zukam und es rannte, sprintete, direkt auf meine Schwester zu. Ich ignorierte mein Gehirn, das mir sagte, ich solle in die andere Richtung laufen, und rannte auf meine Schwester zu. Das Geräusch war jetzt allumfassend. Es war zu einem so lauten Kreischen geworden, dass es sich anhörte, als wäre es überall um mich herum. Ich packte meine Schwester um die Taille, zog sie zurück, kurz bevor ihre Finger das Schloss berührten, und zog uns beide hinter die Wand neben den Fenstern, gerade außer Sichtweite. Das Geräusch hörte auf. Die Bäume schwankten nicht mehr und das Kreischen war verstummt. Ich hörte meine Schwester verzweifelt atmen, aber ich hielt ihr den Mund zu, in der Hoffnung, dass sie nicht weinen würde. Mein eigener Atem war flach und schnell, aber als ich versuchte, ihn zu beruhigen, wurde mir klar, dass es noch ein anderes Geräusch gab. Das Atmen meiner Schwester, mein Atmen und das gleichmäßige Atmen von irgendjemandem, irgendetwas anderem, das direkt vor dem Fenster neben uns stand. Ein riesiger, humanoider Schatten versperrte das Mondlicht, das normalerweise in die Küche fiel. Und ich sah, wie die Gestalt ihren unnatürlich langen Arm ausstreckte. Ich hielt den Atem an, als ich ein Kratzen an der Schiebetür hörte und sah, wie der Schatten des Armes der Kreatur den Türgriff berührte. Nach einer Sekunde zog die Kreatur ihren Arm zurück und ließ ihn auf die Seite fallen. Dann stand sie einfach still da, stundenlang. So fühlte es sich zumindest an.
Schließlich schrumpfte der Schatten und ich konnte hören, wie das Wesen verschwand. Das Unterholz raschelte und die Bäume schwankten. Aber das Geräusch entfernte sich diesmal, anstatt auf uns zuzukommen. Trotzdem rührte ich mich nicht. Ich wartete, bis alle Spuren seiner Anwesenheit verschwunden waren, bevor ich meine Schwester langsam in Richtung Flur zog, wobei ich so gut wie möglich darauf achtete, dass wir uns außerhalb der Sichtweite des Fensters befanden. Meine Schwester weinte, als ich sie durch den Flur führte. Und ich glaube, ich drückte ihre Hand zu fest. Aber ich spürte eine überwältigende Erleichterung, als ich die Tür zum Zimmer meiner Mutter öffnete und in ihr Bett kroch. Meine Mutter hat uns natürlich nie geglaubt und wir sind am nächsten Tag weggezogen. Seitdem habe ich mich geweigert, in das Haus meiner Tante zurückzukehren. Und sie ist schließlich auch irgendwann weggezogen. Ich habe nie wieder eine solche Begegnung gehabt. Aber das könnte daran liegen, dass ich den Wald jetzt meide wie die Pest. Wenn du gerne wanderst oder campen gehst oder in der Nähe der Natur lebst, kann ich dir nur sagen: Viel Glück.